Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte, Artikel 8 und 9 des Grundgesetzes, verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Das Gericht, bitte erheben Sie sich. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die mündliche Verhandlung in der Sache der Frau Dr. Kurz gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundeskanzleramt. Über die Klage von Frau Dr. Kurz wird das Gericht in folgender Besetzung entscheiden. Rechts neben mir sitzt Frau Professor Rosemarie Will, links von mir Dr. Dieser Deiseroth und mein Name ist Manfred Krause. Seien Sie alle begrüßt. Die heutige Verhandlung hat zum Gegenstand die Überwachung der Telekommunikation durch den Bundesnachrichtendienst, den Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland und seine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst der National Security Agency, NSA. Die Klage der Frau Dr. Kurz richtet sich gegen die Bundesregierung, vertreten durch Herrn Dr. Söhnen, zuständiger Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, genauer gesagt beim Kanzleramtsminister, der für den Nachrichtendienst zuständig ist. Die Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes darf sich nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht gegen Inländer richten. Die Klägerin behauptet, dass in ihrem Fall dagegen verstoßen wurde. Zum besseren Verständnis wird die Berichterstatterin, Frau Will, nun den rechtlichen Rahmen, in dem sich dieses Verfahren bewegt, kurz erläutern. Seit den Notstandsgesetzen seit 1968 ist die strategische Fernmeldeaufklärung gesetzlich ermöglicht worden. Auch vorher fanden Eingriffe statt, vor allem oder mit Hilfe der in Deutschland stationierten alliierten Truppen und ihrer Dienste. Seit dem Inkrafttreten des G10-Gesetzes, nach der Einschränkung von Artikel 10 Grundgesetz, sind zwei Formen der Fernmeldeüberwachung zulässig. Als individuelle Aufklärung bedeutet dabei Überwachung der Kommunikation durch die deutschen Inlandsgeheimdienste, und als sogenannte strategische Aufklärung durch den deutschen Auslandsgeheimdienst, den Bundesnachrichtendienst, den BND. Dazu wurde das Post- und Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 Grundgesetz in weitem Maße eingeschränkt. 1968 ist in Artikel 10 Absatz 2 ein zweiter Satz hinzugekommen, der wie folgt lautet: Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Nach dem G10-Gesetz sind die Betroffenen erst nach Abschluss der Überwachungsmaßnahmen zu informieren. Dank vieler Ausnahmeregelungen kann die Benachrichtigung dann auch noch weiter ausgesetzt werden oder aber nach § 12 G10-Gesetz ganz verworfen werden.
Schon dreimal, 1970, 1984 und 1999, hat das Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerden gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Fernmeldeüberwachung des BNDs zurückgewiesen. Wir haben hier heute festzustellen, ob im Falle von Frau Dr. Kurz der BND rechtswidrig gehandelt hat. Das ist nach dem Grundgesetz, nach dem G10-Gesetz, dem BND-Gesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz zu beurteilen. Vielen Dank, Frau Will. Frau Dr. Kurz, Sie haben das Wort. Ich möchte mich gerne beschweren. Und zwar richtet sich meine Beschwerde insbesondere gegen die Erhebung, gegen die Auswertung meiner eigenen Daten, also gegen die Überwachung. Und dabei werfe ich der Bundesregierung und damit auch Dr. Söhnen, der hier als Vertreter der Fachaufsicht sitzt, vor, in Bad Aibling, aber möglicherweise auch an anderen Standorten, meine Telekommunikationsdaten gesammelt zu haben. Aber mit mir zusammen Millionen andere In- und Ausländer. Ich bin ein Inländer. Und der BND hat aber auch noch kooperiert mit der National Security Agency, NSA. Das ist also der technische Geheimdienst der USA. Und hat von diesen abgeschnorchelten Telekommunikationsdaten auch Millionen weitergegeben, unter anderem meine eigenen. Ich bin über diese Überwachung, über die Speicherung und auch sonst über die weitere Durchforstung meiner Daten nicht benachrichtigt worden. Und deshalb möchte ich mich auch gleich noch darüber beschweren, dass die parlamentarische Kontrolle, die man so gemeinhin Märchenstunde nennt, nicht ausreichend ist für diesen Auslandsgeheimdienst, dass er seinen Berichtspflichten nicht ordentlich nachkommt und also die Geheimdienste nicht ordentlich kontrolliert sind. Und ich möchte Folgendes beantragen. Erstens, bitte festzustellen, dass diese Maßnahmen rechtswidrig sind, also die Erhebung, die Analyse und auch die Weitergabe meiner Daten. Ich bitte zweitens festzustellen, dass alle Daten von mir gelöscht werden müssen, aber auch alle Daten der Kontaktpersonen von mir und wegen meiner auch noch die anderen, die rechtswidrig erhoben wurden. Und ich beantrage drittens, dass der Auslandsgeheimdienst unterlassen muss, weiterhin in dieser Datenmafia mitzumachen, also die Daten an befreundete Dienste auszutauschen. Ich möchte gerne noch eine Anmerkung machen neben meinen Anträgen. Ich habe in zweierlei anderer Ansicht versucht, einen Rechtsweg einzuschlagen mit verschiedenen weiteren Bürgerrechtsorganisationen. Haben wir schon mehrere Jahre eine Strafanzeige laufen gegen die Geheimdienste selbst, aber auch gegen die Aufsichtsbehörden, weil wir der Meinung sind, dass auch der Generalbundesanwalt hier ermitteln sollte. Hier ist bisher noch keine Antwort gekommen. Und zweitens läuft auch eine europäische Menschenrechtsgerichtshofklage in Straßburg. Wir wollen uns auch gegen die europäische Massenüberwachung wehren. Aber auch hier gibt es noch kein Ergebnis, weswegen ich mich nun gerne an dieses Gericht wenden möchte. Vielen Dank, Frau Dr. Kurz. Auf das, was Sie hier Märchenstunde nennen, nämlich die als unzureichend wahrgenommene parlamentarische Kontrolle, werden wir noch später zurückkommen. Herr Dr. Söhn, Sie können erwidern. Dankeschön, Hohes Gericht. Es wird Sie nicht überraschen, dass die Bundesregierung beantragen wird, alle drei Anträge als unzulässig zurückzuweisen. Frau Dr. Kurz, Sie sind eine sattsam bekannte Aktivistin und ja, die Bundesregierung hat ein gewisses Verständnis dafür, dass Sie sich zum Anwalt aller Belauschten und Abgehörten machen. Aber, Hohes Gericht, das hier ist nicht der richtige Rahmen dafür. Wir sind vor dem Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht beschäftigt sich, Frau Dr. Kurz, nicht mit allgemeinen politischen Fragen, sondern damit, ob Sie persönlich in Ihren Rechten verletzt sind. Und nun haben wir zwar gelesen in der Akte, Frau Dr. Kurz, dass Sie behaupten, Sie und Ihre Daten seien in Bad Aibling vom Bundesnachrichtendienst rechtswidrig erfasst worden. Das, Hohes Gericht, ist ein Beweismittel, das will ich nur jetzt schon vorsorglich ankündigen, das hier keine Rolle spielen kann. Denn wenn Frau Dr. Kurz ein solches Dokument tatsächlich haben sollte, dann hat sie es nur auf illegale Art und Weise erhalten können. Und damit sollte es vor diesem Gericht keine Rolle spielen. Dass
die Meinung von Frau Dr. Kurz, Sie kommen gleich dran, dass die Meinung von Frau Dr. Kurz, Sie könne hier einfach feststellen lassen, also dass Daten nicht weitergegeben werden dürfen. Mit einer solch allgemeinen Frage hat sich das Bundesverwaltungsgericht schon mal beschäftigt und hat in einem sehr lesenswerten Beschluss festgestellt, dass eine solche Klage nicht zulässig ist. Ich darf zur Erinnerung darum bitten, dass das Urteil in Sachen Herting eingespielt wird. Eine Klage auf Feststellung, dass die strategische Beschränkung des Telekommunikationsverkehrs durch den Bundesnachrichtendienst rechtswidrig gewesen ist, ist nur zulässig, wenn zur Überzeugung des Gerichts festgestellt werden kann, dass der Telekommunikationsverkehr des Klägers tatsächlich erfasst worden ist. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber Frau Dr. Kurz möchte gern dazu etwas sagen. Also ist natürlich nicht überraschend, Herr Dr. Söhnen, dass Sie über die Rechtswidrigkeit Ihrer Handlung nicht so gerne reden. Wenn Sie aber das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ansprechen, so ist bei mir in meinem konkreten Fall anders als in dem Fall von Nico Herting die Betroffenheit gerade nicht in Frage, weil es ein Dokument gibt, was mir aus dem Inneren des BND zugespielt worden ist, was meine Telekommunikationsdaten enthält. Entsprechend kann ich mir sicher sein, eins Ihrer Überwachungsopfer zu sein. Im Übrigen, Sie wissen das auch, es läuft eine neue Klage vom Bundesverwaltungsgericht und wir werden ja den Sachverständigen noch hören. Ich habe in meinem Fall die Gewissheit und ich kann es belegen, dass ich Opfer von Überwachung bin. Ich bin Inländerin und also dürfen Sie mich in Ihrer Abhörstation in Bad Aibling auch nicht abhören. Die anonyme Quelle hat dazu ein Schreiben übergeben, das liegt dem Gericht auch vor. Dieses Schreiben ist überprüft worden von einem ehemaligen BND-Mitarbeiter, der hat die Authentizität auch bestätigt. Und insofern ist es unzweifelhaft echt und zeigt auch eindeutig, dass meine Daten in der Datenbank des BND gelandet sind. Und im Übrigen, dass ich mich nebenbei auch noch wehre, dass Sie Millionen andere mit abhören, halte ich jetzt nicht für ehrenrührig. Vielen Dank. Das Gericht hat das von Ihnen eingereichte Dokument und die Stellungnahme des Sachverständigen dazu zur Kenntnis genommen. Möchten Sie dazu etwas sagen, Herr Dr. Söhn? Die Bundesregierung bestreitet nicht, dass das Dokument echt ist. Aber die Bundesregierung beharrt auf ihrer Auffassung, dass ein illegal beschafftes Dokument, was ein pflichtvergessener Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes der Klägerin hat zukommen lassen, hier in diesem Gericht nicht verwertet werden darf. Na, ist ja überraschend. Dann werden wir über Ihren Antrag kurz beraten. Kurz zurück. Gibt das Bedenken dagegen? Dann ergeht folgender Beschluss. Der Antrag, das vorgelegte Dokument nicht als Beweisstück zuzulassen, wird abgelehnt. Das Gericht möchte auch eine kurze Begründung für diesen Beschluss bekannt geben. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind selbst vom Staat illegal erhobene Beweismittel nicht schon als solche von der Beweisführung ausgeschlossen. Vielmehr ist jeweils eine Abwägung zwischen der gerichtlichen Pflicht zur Ermittlung der Wahrheit und der Schwere des möglichen Rechtsverstoßes bei der Beschaffung des Beweismittels erforderlich. Das muss erst recht gelten, wenn eine Bürgerin ein Beweismittel vorgelegt hat und der Staat kann sich gegenüber diesem Beweismittel und der Bürgerin nun mal nicht auf eigene Grundrechte berufen, denn Grundrechte gelten für Bürger. Und schließlich ein illegales Verhalten der Klägerin ist hier bei der Beschaffung des vorgelegten Beweisstücks nicht ersichtlich. Es wurde ihr zugespielt. Selbst wenn das von der Klägerin vorgelegte Dokument ein legales oder illegales Dienstgeheimnis enthalten sollte, gilt, die Klägerin unterliegt insoweit keiner dienstlichen Schweigepflicht. Sie kann und darf zur Wahrung ihrer Rechte von diesem Beweismittel ohne Rechtsverstoß Gebrauch machen. Ja, vielen Dank, Herr Deiseroth. Ich stelle deshalb fest, das Dokument wird zugelassen und ist als Anhaltspunkt
für die tatsächliche Betroffenheit der Klägerin akzeptiert. Nun ja? Gut, das Gericht hat gesprochen, aber um Schaden von der Bundesrepublik abzuwenden, beantrage ich, und das ist jetzt nun keine Frage der Lächerlichkeit, beantrage ich, dass die Öffentlichkeit, also oh, Sie, oh, ausgeschlossen wird. Denn es werden im Laufe des Verfahrens Dinge zur Sprache kommen, die die Sicherheit der Bundesrepublik und die Sicherheit der Vereinigten Staaten berühren. Wenn dem Publikum gegenüber erläutert wird, wie Selektoren zum Beispiel, kleine Suchmaschinen, die die Datenströme durchforsten, funktionieren, dann können diejenigen, die unserer Republik schaden wollen, sich darauf einrichten und die Suchkriterien vermeiden, also mit deren Hilfe man sie ja gerade finden muss. Und damit das nicht geschieht, Hohes Gericht, beantrage ich, wie gesagt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ich führe noch einen weiteren Grund an. Wir haben mit den Selektoren es zu tun, mit geistigem Eigentum der Kollegen. Mit geistigem Eigentum der Kollegen aus den Vereinigten Staaten. Und die haben ein schutzwürdiges Interesse daran, also dass ihr geistiges Eigentum nicht öffentlich bekannt gemacht wird. Ich darf daran erinnern, Hohes Gericht, wenn in einem Verfahren Betriebsgeheimnisse zur Sprache kommen, ist das auch ein Grund, die Öffentlichkeit auszuschließen. Dankeschön. Auch über diesen Antrag wird das Gericht beraten und zieht sich zurück. Ich darf noch mal erinnern an die Ausführungen, die der Sachverständige der Bundesregierung, der Herr Dr. Graulich, also zu diesem Punkt gemacht hat, nämlich Eigentumsrechte an Selektoren. Es handelt sich bei einem Selektor um ein informationstechnologisches Produkt, an dem geistiges Eigentum der NSA bzw. ihres Rechtsträgers besteht. Auf sie kann durch Dritte ohne Einverständnis der NSA auch nicht zugegriffen werden, wie wenn es sich um ein amtliches Werk handelte. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Dann zieht sich das Gericht jetzt zur Beratung zurück. Frage ich Sie so hinten in der Garderobe. Sagen Sie mal, muss man da eigentlich Sie, und Sie so ganz ruhig du zu mir sagen, ich meine, ist ja eine coole Frau, also muss man da du sein oder könnte ich das auch machen? Und Sie so, naja, eigentlich müsstest du das machen. Du und alle, die du kennst, ist quasi eure Bürgerpflicht. Außerdem kostet es ja nichts. Bezahlt ja eh der Staat, egal wie es ausgeht. Und ich so, naja gut, aber wer hat denn da die Zeit und die Energie? Und Sie so, stimmt. So, gerade weil ich hier ohne Anwalt aufkreuze, kostet es natürlich ordentlich viel Zeit, aber ich mache das eben. Das gehört auch zu meiner Arbeit. Und ich so, ja, aber wenn es dann festgestellt ist, das rechtswidrige Verfahren, also seitens der Regierung, des BND, und Sie, also als erstes will ich, dass alle meine Daten gelöscht werden, alle meine Daten und die derer, mit denen ich kommuniziert habe. Und dann will ich, dass man sich zusammentut und sich rausklagt. Genau das sagt mein Mann auch immer. Muss man sich zusammentun. Ja, es ist nämlich eigentlich so, dass diejenigen, die da fälschlicherweise drinstecken, vom Recht her informiert werden müssten. Also, falls die Leute überhaupt mitkriegen, dass sie dort fälschlicherweise erfasst wurden, müssen sie benachrichtigt werden und belehrt, dass ihr oder ihm der Rechtsweg, also dieser Rechtsweg hier offen steht. Ja, bloß passiert das normalerweise nie. Also das rechtswidrige Erfassen, das passiert natürlich dauernd, aber nie das Bemerken und schon gar nicht das Benachrichtigen. Obwohl, sagt sie, das der Normfall wäre. Was aber tatsächlich passiert ist, dass es dort niemand bemerkt, dass dort niemand benachrichtigt wird, dass es dort niemanden interessiert, nicht mal die Betroffenen selbst. Vorletztes Jahr, meint sie, sahen 25.000 Leute betroffen, von denen man jetzt weiß, es wurden gerade 4 benachrichtigt. Ja, und? Warum gerade diese 4? Die wussten es eh vorher, sagt sie. Und dann wurde es halt offiziell gemacht. So, ich glaube, Sie können dann wieder
Platz nehmen. Das Gericht. Es ergeht folgender Beschluss. Der Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, wird abgelehnt. Herr Dr. Deiseroth wird das kurz erläutern. Die Entscheidung, die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung, wie auch gesagt worden ist, gemäß § 172 Gerichtsverfassungsgesetz auszuschließen. Diese Entscheidung obliegt dem verhandelnden Gericht, dem dabei nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Beurteilungsspielraum zusteht. Bei der sogenannten Staatssicherheit geht es um die Funktionsfähigkeit der demokratisch legitimierten Staatsorgane, also um ihre Fähigkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen und sich nach außen und innen gegen Störungen zur Wehr zu setzen. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit verbietet sich danach aus mehreren Gründen. Erstens zur Funktionsfähigkeit eines staatlichen Organs in einer demokratischen Gesellschaft wie unseren gehört geradezu die Fähigkeit, die Aufgaben dieses Organs in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht wahrzunehmen und zu erfüllen. Wird in einem gerichtlichen Verfahren aufgeklärt, ob der BND bei seiner nachrichtendienstlichen Tätigkeit rechtmäßig oder rechtswidrig gehandelt hat, dient dies gerade der Sicherung der Funktionsfähigkeit und gefährdet diese nicht. Denn es wird festgestellt, ob er eben innerhalb seiner Grenzen, die seine Funktionsfähigkeit definieren und begrenzen, gehandelt hat. Eine öffentliche Gerichtsverhandlung darüber liegt also geradezu im Gemeinwohlinteresse. Zweitens, sollten sich die zu beurteilenden Aktionen des BND in Bad Aibling oder anderswo als rechtswidrig herausstellen, wäre eine Geheimhaltung dieser Vorgänge in einem demokratischen Verfassungsstaat unter keinen Umständen schutzwürdig. Die Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens müssen davon erfahren, ob die gewählte Regierung und ihre Amtsträger ihre zentrale Verfassungspflicht erfüllen, ohne jede Ausnahme das geltende Recht einzuhalten. Wie sonst könnten die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Wahl ihr Wahlrecht informiert und verantwortungsbewusst wahrnehmen können? Und drittens, angesichts der breiten Medienberichterstattung über die BND-Aktionen ist nicht ersichtlich, was vor der Öffentlichkeit noch geheim gehalten werden müsste. Der Beklagte hat dazu auch nichts Konkretes, Nachvollziehbares vorgetragen. Und viertens, unabhängig davon, soweit Fakten der zu verhandelnden Thematik nicht ohnehin bereits an die Öffentlichkeit gelangt sind, besteht an deren Feststellung jedenfalls ein großes öffentliches Interesse, wie man sieht. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Söhn, möchten Sie sich zu den Anträgen der Klägerin auch inhaltlich äußern? Hohes Gericht, nicht, dass Sie die Bundesregierung überzeugt hätten, aber in diesem Saal haben Sie das letzte Wort. Also wird mir nichts anderes übrig bleiben, als auch auf die Inhalte einzugehen. Die Bundesregierung wird beantragen, alle drei Anträge abzuweisen. Der Hauptgrund für uns ist, dass die Klägerin mit dem Dokument, was sie sich illegal verschafft hat, zeigt, dass ihre Daten erfasst worden sind mittels eines Programms namens ZABBO. Z-A-B-B-O. Mhm. Und dieses Programm ist dazu da, Satellitenkommunikationsübermittlungen zu durchforsten. Und dieses Programm haben die Amerikaner gemacht. Und der Bundesnachrichtendienst hat nichts weiter getan, als die Technik zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe also das Programm arbeiten kann. Also als Hilfs-Sheriff. Also ist nicht als Sheriff, höchstens als Bürobote. Also ist der Bundesnachrichtendienst nicht der richtige Beklagte, sondern also die amerikanischen Behörden. Und Frau Dr. Kurz, ich stelle anheim, verklagen Sie die NSA vor den amerikanischen Gerichten. Ja, Frau Dr. Kurz. Also wenn ich kurz erwidern darf, also das eine ist,
sich hier als Erfüllungsgehilfe darzustellen, ist eine Sache. Aber ich würde schon gerne noch mal auf die Selektoren, die Sie da angesprochen haben und die wir ja auch in der Öffentlichkeit schon viel gesprochen haben, schon noch mal ein kurzes Wort verlieren. Also da geht es ja nicht um einzelne Suchbegriffe. Es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass nur ich in diesen Datenbanken bin. Also ein Selektor ist ja nicht nur eine Nummer von einem Telefon, ein Name oder eine Kennung von einem Mobiltelefon oder eine geografische Koordinate, sondern kann ja auch eine Kombination von Suchkriterien sein. Also ein Selektor kann hunderte oder auch tausende Ergebnisse auswerfen. Ist das erstmal soweit richtig, Herr Dr. Söhnen? Frau Dr. Kurz, man kann das so beschreiben. Also diese Aha. Selektoren also sind sowas Ähnliches wie kleine Suchmaschinen und sind eine komplexe und nicht so ganz komplikationslos herzustellende geistiges Erzeugnis. Weil aber das so ist, beharrt die Bundesregierung darauf, also dass der Schutz des geistigen Eigentums von diesem Gericht auch wirklich ernst genommen wird. Nun, die Selektoren werden in den Vereinigten Staaten von der NASA erzeugt, oder von der NSA, pardon, und die Selektoren werden jetzt nicht einfach so eingesetzt, sondern es gibt ein Filterprogramm. Darf ich bitten? Datenfiltersystem darf es. Das hat der Bundesnachrichtendienst entwickelt und die Folie zeigt Ihnen, also dass auf drei Ebenen die Interessen von deutschen Grundrechtsträgern geschützt werden. Ebene Nummer eins, das einfachste, Adresse oder Absender einer Kommunikation weisen aus, dass es sich um eine Kommunikation eines Deutschen handelt. Also entweder Vorfall 0049 oder E-Mail-Endung.de. Na klar. Das erfasst natürlich nicht alle. Deswegen gibt es eine zweite Ebene, die sogenannte Positivliste. Und auf dieser Liste sind alle Deutschen erfasst und Organisationen, die also zum Beispiel die Endung .org oder .com haben und deswegen nicht sofort als Deutsche identifiziert werden können. Und mit dieser Positivliste werden alle vom Selektor erfassten Kommunikationsvorgänge abgeglichen und aussortiert. Und schließlich die Ebene Nummer 3. Auf dieser Ebene wird mithilfe von Suchbegriffen, diesmal aber andersrum verwendet, danach geforscht, ob womöglich in den abgegriffenen Telekommunikationsdaten europäische oder organisatorische deutsche Interessen berührt werden. Wenn zum Beispiel EADS oder Eurocopter oder dergleichen mit vom Selektor erfasst wird, dann wird auf dieser Ebene verhindert, dass der erfasste Datensatz tatsächlich festgehalten und an die Amerikaner weitergegeben wird. Das System, Hohes Gericht, ist das Beste, was es also zurzeit auf dem Weltmarkt gibt. Na klar. Aber darüber hinaus mache ich darauf aufmerksam, dass es auch noch ein Gesetz gibt, was die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes regelt. Hier einschlägig ist, darf ich bitten, der Paragraph 2 des Bundesnachrichtendienstgesetzes. Der Bundesnachrichtendienst darf die erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit nicht die anzuwendenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen. Punkt 4. Über Vorgänge im Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, wenn sie nur auf diese Weise zu erlangen sind und für ihre Erhebung keine andere Behörde zuständig ist. Dankeschön. Im Übrigen, Hohes Gericht, Sie werden in den Nachrichten verfolgt haben, dass gestern der Bundestag eine Neufassung des Gesetzes betreffend den Bundesnachrichtendienstes... Das ist aber jetzt echt der Hohn.
auch wenn Ihnen das Gesetz nicht gefällt, das ist geltendes Recht, Frau Klägerin. Na, noch nicht. Also verabschiedet hat und danach, nach der Neufassung des Gesetzes, kann es keinen Zweifel mehr geben, also dass das, was in Bad Aibling geschehen ist, rechtens war. Sie haben sich gar nicht zu der sogenannten Weltraumtheorie berufen. Ist die Ihrer Meinung nach jetzt unbeachtlich? Vertreter des Bundesnachrichtendienstes haben an anderer Stelle behauptet, dass die Daten von Satelliten im Weltall und nicht auf der Erde erhoben würden und deswegen nicht im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder des BND-Gesetzes anfallen. Haben Sie diese sogenannte Weltraumtheorie inzwischen verworfen? Herr Vorsitzender, Sie wissen aus eigener Erfahrung, 3 Juristen, 4 Meinungen. Es hat im Bundesnachrichtendienst und auch im Bundeskanzleramt Auffassungen gegeben, die in die Richtung gingen, die Sie eben skizziert haben. Und es ist ja auch richtig, also dass man unser Grundgesetz, wir halten es alle hoch und heilig, dass unser Grundgesetz also nicht auch auf dem Mond und auf den Satelliten gelten kann. Das würden unsere europäischen Nachbarn mit Recht als imperialistisch bezeichnen. Ja, vor kurzem. Ja, Frau Dr. Kurz, ja. Meine Herr Dr. Söhne, das ist sehr interessant, aber faktisch vertritt doch das Kanzleramt und auch der BND und auch die Führung des BND diese Weltraumtheorie öffentlich. Wir haben vor allen Dingen im NSA-Untersuchungsausschuss gelernt, also im Parlament. Sie haben doch eigentlich nur eine einzige Beamte in Ihrem BND oder im Kanzleramt, die eine andere Meinung vertritt. Und die hat das auch vorgetragen, nämlich die BND-interne Datenschutzbeauftragte. Wenn ich vielleicht mal ein Beweisstück haben kann dafür? Ich habe nochmals darauf hingewiesen, dass es sich um eine Datenerhebung von deutschem Boden aus mittels in deutschem Eigentum stehender Satellitenanlagen, die von deutschen Beamten bedient werden, handelt. Nach meiner Auffassung findet daher sehr wohl deutsches Datenschutzrecht Anwendung. Dann hat aber also die Prinzip der Chef des Hauses, damals noch der Chef Schindler, gesagt, ja, das ist Ihre Rechtsauffassung, wir vertreten eine andere. Und dann haben sich geradezu bizarre Gespräche im NSA-Untersuchungsausschuss ergeben, wo nämlich versucht, also die Parlamentarier versucht haben rauszukriegen, was diese merkwürdige Weltraumtheorie ist. Und wir haben das Protokoll, denn der NSA-Untersuchungsausschuss wird protokolliert und man kann die Protokolle bei netzpolitik.org nachlesen. Ich bitte mal um Nummer 17, Seite 243, Absatz 4. Martina Renner von der Linksfraktion. Wie kommen wir denn jetzt zu dieser Bewertung? Ich dachte, die Satellitenschüsseln erfassen die Signale. Dr. Werner Ader vom BND. Die Anlage als solche steht in Bad Aibling. Renner, ja, aber damit ist doch klar, dass die Daten in Bad Aibling erfasst werden, oder ist Bad Aibling im Weltall? Ader, die Anlagen müssen technisch so konfiguriert sein, dass sie das erfassen, was am Satelliten passiert. Das ist eine sehr anspruchsvolle Technik. Die Anlage verfolgt das direkt an der Signalquelle. Von dort muss das Signal an die Erdoberfläche gesandt werden. Das liegt doch in der Natur der Sache. Renner, also ich habe immer noch nicht verstanden, warum das Erfassen am Satelliten sein soll. Das Nachführen des Erfassungskopfes hat doch nichts mit der Signalquelle zu tun. Ader, ich finde das mitnichten total lapidar. Wir folgen dem, was im Weltraum stattfindet. Einspruch Hans-Christian Ströbele. Ja, da frage ich mich doch, wo hole ich mir eigentlich den Sonnenbrand? Auf der Sonne oder auf Erden? Haben wir das im Protokoll? Also ist das im Protokoll, Herr Gerichtsdiener? Wo entsteht denn mein Sonnenbrand? Auf der Erde oder auf der Sonne? Aber mal abgesehen von der an den Haaren herbeigezogenen Weltraumtheorie, was Sie ja eigentlich eben gesagt haben, ist, dass wir gar keine Beschränkung der Überwachung haben im Wesentlichen. Dass sozusagen jeder Ausländer im Ausland zum Abschuss freigegeben ist und immer abgehört werden darf. Hier wird niemand abgeschossen, ich bitte Sie.
Also, wen wir hier um Mäßigung bitten müssten, ist ja wohl der BND. Ich habe übrigens mit diesem Abschießen nur einen Ihrer eigenen BND-Mitarbeiter zitiert. Herr Beklagtenvertreter, darf ich vielleicht noch eine Ergänzungsfrage stellen? Dieses Erfassen, Abhören und Erheben von Daten, was hinsichtlich des Datenübertragungssystems über die Satelliten stattfindet, kann sich ja nur beziehen nach dem BND-Gesetz auf Vorgänge im Ausland, ich zitiere den Paragraphen 2, Absatz 1, Nummer 4, den wir eben schon gehört haben, über Vorgänge im Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind und nur auf die, wenn sie nur auf diese Weise zu erlangen sind und für ihre Erhebung keine andere Behörde zuständig ist. Da wir den Nachweis vorliegen haben, dass personenbezogene Daten von Frau Dr. Kurz sich bei Dateien in Bad Aibling befunden haben und befinden, jedenfalls bis vor einiger Zeit, wenn nicht noch heute, stellt sich die Frage, um welche Vorgänge im Ausland ging es dabei, für die personenbezogenen Daten von Frau Dr. Kurz von Bedeutung gewesen sind im Hinblick auf außen- und sicherheitspolitische Bedeutung. Können Sie das näher spezifizieren und nachvollziehbar darlegen? Ich bin untröstlich, aber wir protokollieren vom BND die Vorgänge in Bad Aibling nicht. Oh, geschreddert? Gerade weil es da um empfindliche deutsche Datensicherheitsbelange geht, sind alle was Selektoren und alle Daten, die von abgewiesenen Selektoren ermittelt worden sind, nicht protokolliert, sondern unmittelbar danach gelöscht. Man kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass es zu einer technischen Panne kommen kann. Und das, also was die Klägerin hier vorgelegt hat im Verfahren, das kann ich mir nur erklären durch die Tätigkeit eines übereifrigen Möchtegern-Whistleblowers, der die juristische Sekunde abgepasst hat, in der diese Daten nun mal gerade auf dem Server waren. Darf ich noch mal festhalten? Also Sie können das Vorlegen, die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen nach dem § 2 BND-Gesetz bezüglich dieser personenbezogenen Daten nicht rechtfertigen, nicht darlegen. Korrekt. Ja, vielen Dank. Dann treten wir jetzt in die gerichtliche Beweisaufnahme ein durch die Befragung von Sachverständigen. Da bitte ich zunächst Herrn Roland Schäfer nach vorn. Ja. Herr Schäfer, Sie können für sich entscheiden, ob Sie sich hinsetzen wollen oder die Befragung im Stehen machen wollen. Ich mache das im Stehen. Vielen Dank. Okay. Also, okay. Frau Wien. Ja. Herr Schäfer, stellen Sie sich bitte kurz vor und erläutern Ihren Sachverstand in dieser Angelegenheit. Ja, gerne. Mein Name ist Roland Schäfer. Ich bin Mitarbeiter bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und als solcher auch zuständig für die Kontrolle der Geheimdienste. Danke. Dem Gericht ist der Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten bekannt, den Ihre Mitarbeiter nach mehreren Besuchen in Bad Aibling angefertigt haben. Für das Publikum, damit Sie auf dem gleichen Stand sind wie das Gericht, wir haben im Programmheft im Dokument 1 wesentliche Ergebnisse des Vossoffs-Berichts abgedruckt. Sie können also auch nach Hause gehen und das dann in Ruhe noch einmal nachlesen. Jetzt bitte ich Sie, Herr Schäfer, kurz für uns hier zusammenzufassen, welches die Ergebnisse dieses sogenannten Vossoff-Berichtes sind. Ja, da gibt es einige Feststellungen. Zunächst braucht der BND für die Errichtung von Datenbanken eine Errichtungsanordnung. Und im Rahmen der Erstellung dieser Errichtungsanordnung wird die Bundesbeauftragte für den Datenschutz angehört. Wir haben wenigstens 7 Datenbanken gefunden, für die eine Errichtungsanordnung völlig fehlt. Und insofern werden diese entsprechenden Dateien rechtswidrig betrieben.
Und was auch noch schlimm genug ist, die Festlegung der zulässigen Verwendungszwecke der dort gespeicherten Daten sind offen. Also man kann mehr oder weniger tun und lassen, was man will, weil die Errichtungsanordnung fehlt. Zweitens, es gibt ein sogenanntes System X-Keyscore. Dort werden eben nicht nur die Zielpersonen, sondern auch Begleit- und Kontaktpersonen von den entsprechenden Ausforschungsergebnissen gespeichert. Wir haben eine Stichprobe festgestellt, da wurde zu einer Zielperson 15 Begleitpersonen mit erfasst. Wir mussten darauf hinweisen, dass die Erfassung der Begleitpersonen und die Speicherung deren Daten nicht zur Aufgabenerfüllung des BND erforderlich ist und deswegen rechtswidrig ist. Die ganze Geschichte im Umfang mit Begleit- und Kontaktpersonen ist illegal. Des Weiteren hat der Bundesnachrichtendienst rund 14 Millionen Selektoren der NSA, der National Security Agency, eingesetzt, gesteuert. Die von der NSA gelieferten Selektoren werden automatisch übernommen. Das heißt, da wird keine Inhaltskontrolle, keine Prüfung findet da statt. Insbesondere ihre Erforderlichkeit wird nicht geprüft. Was besonders schlimm daran ist, ist, dass der Abgleich mit der Aufgabenstellung des Bundesnachrichtendienst völlig fehlt und unterlassen wird. Und als letztes hat unsere Kontrolltätigkeit ergeben, dass die Bundesbeauftragte für den Datenschutz mehrfach in ihrer Kontrolltätigkeit unzulässig beschränkt wurde. Durch eine fehlende Protokollierung, wie wir es gerade gehört haben, konnte nicht nachvollzogen werden, ob hier gesetzeskonform gearbeitet wird oder nicht. Durch Löschung von Daten, eine Speicherfrist wurde kurzfristig verkürzt und haufenweise Daten gelöscht, die dann der Kontrolle entzogen waren. Durch verweigerten Zugang zu einem Gebäudekomplex Suslak, in dem die an der Kooperation beteiligten NSA-Mitarbeiter sitzen in Bad Aiblingen, der wurde uns komplett verweigert, sodass wir hier in unserer Prüfung an eine Grenze gestoßen sind, die wir nicht erwartet haben. Soweit. So, ich möchte noch mal nachfragen. Der Vertreter der Bundesregierung hat angeführt, dass der BND nur Betreiber der Anlage ist. Sie haben es selbst eben gehört. Er hat in Bezug auf den Einsatz der Selektoren, die von der NSA kommen, gesagt, der BND sei Bürobote. Das waren hier gerade eben seine Worte. Das suggeriert, der BND leitet durch, hat eigentlich mit den Inhalten, die da selektiert, ausselektiert werden, nichts zu tun. Sie sagen jetzt, der BND speichert gleichwohl ab, was die Selektoren erfassen. Sie führen die Dateien auf. Was ist jetzt das Ergebnis Ihrer Kontrolle? Hat der BND die Inhalte gespeichert? Hat er was damit zu tun? Ist er verantwortlich? Das wären jetzt die juristisch relevanten Fragen. Okay, wenn der BND der Ansicht ist, dass er nur durchleitet, hat er ein Argument dafür geliefert, dass er selbst völlig überflüssig ist. Denn durchleiten, da brauche ich nur eine technische Einrichtung, da brauche ich keine Behörde mit 6.000 Mitarbeitern. Die sind nicht alle in Aber Sie haben den juristischen Punkt angesprochen, deswegen möchte ich darauf eingehen. Es gibt ein sogenanntes Transitprivileg im Bundesdatenschutzgesetz. Und dort wird gesagt, wenn Datenträger nur durchgereicht werden, ist das Bundesdatenschutzgesetz nicht anzuwenden. Ich stelle erstmal hier fest, dass der BND hier tatsächlich speichert, dass er durch Filter die Daten bearbeitet und dass er sie entscheidet, ob er sie weitergibt oder nicht. Dass er da sehr viel zu wenig Entscheidungen trifft, sei mal dahingestellt. Insofern ist hier eine datenverarbeitende Stelle und eine entsprechende Verantwortlichkeit festzustellen. Außerdem sei noch darauf hingewiesen, dass die Transitregel für Datenträger gilt. Das Bundesdatenschutzgesetz ist da sehr formal. Das unterscheidet zwischen Dateninhalten und einfach nur Hardware.
Wenn also jemand im Transitbereich eines Flughafens einen USB-Stick in der Hand hat und fliegt dann weiter in ein ganz anderes Land, kommt aus einem anderen Land, fliegt dann weiter, dann muss der BND, greift diese Transitregel des Bundesdatenschutzgesetzes. Wenn aber hier Daten verarbeitet werden, auf deutschem Boden nicht. Gut, also wir wissen jetzt, jedenfalls sagen Sie das uns, dass der BND auch die Daten, die er gewinnt, mithilfe der Selektoren selbstständig speichert und bearbeitet. Das lässt mich die nächste Frage stellen. Wie wird denn überprüft, ob der Einsatz der Selektoren dem deutschen Recht entspricht? Können Sie etwas sagen, ob das Bundeskanzleramt als Rechts- und Fachaufsichtsbehörde da seine Kontrolltätigkeit wahrnimmt? Ja, also es ist ganz schwer irgendwie nachzuvollziehen, wer überhaupt irgendeine Form von Kontrolltätigkeit wahrgenommen hat. Die Selektoren werden von der NSA übermittelt und es wird hier mehr oder weniger blind als Suchkriterium übernommen und eine Prüfung findet im Einzelfall überhaupt nicht statt. Und ich denke, bei 40 Millionen Selektoren wäre das auch sehr viel. Wenn wir anfangen würden, da zu prüfen, würde die Datenübermittlung von ganz schnell sehr stark eingeschränkt werden. Ich muss daher annehmen, dass stichprobenartige Prüfungen kann ich nicht ausschließen, aber ansonsten eher nein, keine Prüfung. Also wir halten noch mal fest, und das geht mir jetzt darum, dass Sie präzise antworten. Wenn der Einsatz der Selektoren schon ungeprüft erfolgt, heißt das auch, dass die Ergebnisse, also das, was ausselektiert wurde, ungeprüft automatisch einfach übermittelt wird, oder gibt es Prüfungen vor der Übermittlung? Es gibt den Einsatz der genannten Filter und nichts darüber hinaus. Okay, also das heißt, wir haben eine vollautomatische Übermittlung. Kann man so sagen, ja. Okay. Ja, Frau Dörr, kurz. Ich möchte gerne eine Sache noch anmerken, die Sie sicherlich bestätigen werden, Herr Sachverständiger. Ihr Bericht war geheim. Das heißt, wenn die Journalisten von Netzpolitik.org diesen nicht veröffentlicht hätten, hätten wir keine Ahnung von diesen eklatanten Rechtsbrüchen, die Sie hier darstellen, die systematisch sind und schwerwiegend sind. Also deswegen nur noch mal kurz, weil Sie nicht so richtig zur Sprache kamen, noch mal ansprechen. Übrigens auch die Parlamentarier wüssten von nichts. Aber was ich eigentlich fragen möchte, bezieht sich auf X-Keyscore, was Sie vorhin kurz erwähnt haben. X-Keyscore ist ein System der NSA, also der Amerikaner, und betreibt weltweit ungefähr 700 verschiedene X-Key-Server, die täglich, jeden Tag, hunderttausende Nachrichten durchforsten und auch wegspeichern. Sprachnachrichten, E-Mails, Textnachrichten, E-Mail-Anhänge, Bilder aus Webcams, Skype-Anrufe, Passwörter, wie auch immer. Meine Frage an Sie als sozusagen Vertreter einer Kontrollbehörde: Nutzt der BND X-Keyscore, und wenn ja, ist das rechtswidrig? Also für die erste Frage, ja, der BND nutzt X-Keyscore, und zwar sowohl zur Nachrichtengewinnung als auch zur Nachrichtenbearbeitung. Und mittels speichert mittel X-Keyscore entsprechend ohne Dateierrichtungsanordnung sowohl Metadaten als auch Inhaltsdaten. Zur zweiten Frage, geschieht das rechtmäßig? Nein, die Dateianordnung fehlt und entsprechend ist die ganze Datenverarbeitung rechtswidrig. Rechtswidrig. Haben wir den Protokoll? Die gesamte Datenverarbeitung ist rechtswidrig. Ja. Aber das ist noch nicht das Urteil, Frau Kreger. Herr Dr. Söhn, haben Sie eine Frage an den Sachverständigen? Habe ich, danke. Aber Ihre Frage, Frau Richterin Will, veranlasst mich also zur kurzen Vorbemerkung. Der Bundesnachrichtendienst ist ja nicht etwa die Aufsichtsbehörde für die Kollegen von der NSA. Also ob die nun sinnvoll oder nicht sinnvoll fragen, also das geht uns nichts an. Der Bundesnachrichtendienst ist dazu da, um die deutschen Grundrechtsträger davor zu schützen, von den Amerikanern ausgespäht zu werden. Und das geschieht mit dem DAVIS-Programm. Aber die Frage an Sie, Sachverständige.
Soweit das ein Kooperationsprojekt ist in Bad Aibling, kann da der Bundesnachrichtendienst überhaupt die Kompetenz haben, also zu prüfen, ob diese Lektoren jetzt nun sachlich und inhaltlich richtig sind? Das hat die Frage, dachte ich, hätte ich schon beantwortet. Der Bundesnachrichtendienst bearbeitet diese Daten und der Bundesnachrichtendienst hat Zugriff auf diese Daten und er hat Zugriff auf die entsprechenden Selektoren und er muss entsprechend verantwortlich und nach seinem gesetzlichen Auftrag damit umgehen. Und das haben wir schon festgestellt, tut er nicht. Ich meine, da können Sie auch ein drittes Mal fragen, die Antwort ist dieselbe. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage, wenn das Gericht gestattet. Ja, bitte. Herr Sachverständiger, wenn es sich um Auftragsdatenverarbeitung handelt im Sinne von § 1 Bundesdatenschutzgesetz, ist es dann nicht so, dass die rechtliche Verantwortung dafür beim Auftraggeber liegt und nicht beim Auftragnehmer? Ja, das können Sie annehmen, wenn Sie sagen, der Auftraggeber, das ist die NSA, und der Auftragnehmer, das sei der Bundesnachrichtendienst. Aber das finden Sie nirgendwo im Bundesnachrichtendienstgesetz. Und deswegen kann es so eine Konstruktion auch nicht geben. Ja, wir haben doch immerhin also das Memorandum of Agreement, den Vertrag, also der also dieses Auftragsverhältnis herstellt. Aber eine ganz andere Frage noch, Herr Sachverständiger. Können Sie sagen, wie lange die Daten, von denen Sie meinen, dass Sie sie gefunden hätten, gespeichert gewesen sind? Ja, das ist interessant, dass die Frage von Ihrer Seite kommt. denn wir haben gefragt in Bad Aiblingen und haben erzählt bekommen, dass es hier eigentlich eine 90-Tage-Speicherfrist gibt und dann 14 Tage vor unserer Prüfung dort die Frist auf 60 Tage herabgesetzt wurde, sodass wir ein Drittel der gesamten speichernden Daten nicht mehr prüfen konnten. Das ist dann auch ein eklatanter Verstoß, weil wenn eine Prüfung ansteht, müssen solche Daten, auch wenn man technisch sagt, jetzt müssen die Speicherplätze mal ein bisschen gesäubert werden, dann muss man diese Daten sperren, auf einen Sonderspeicherplatz bringen, damit sie nicht der Datenschutzaufsichtskontrolle entzogen werden. Kurz, bevor Sie weitere Fragen stellen, will ich doch noch mal feststellen, wir sind uns einig, dass Ihre Behörde die Rechts- und Fachaufsicht führt über den BND. Und insoweit gibt es meinerseits eine gewisse Verwunderung über die Feststellung, die Sie jetzt hier vom Sachverständigen abfragen. Eigentlich dachte ich, Sie könnten uns das sagen. Aber gut, Frau Dr. Kurz. Keine weiteren Fragen. Erstaunlich. Ich möchte noch also zur Veranschaulichung auf etwas hinweisen. Sie haben ja behauptet, dass in Bad Aibling Metadaten erfasst sind. Metadaten, wird nicht jeder wissen, was das ist. Das sind die Daten, wer hat mit wem wann und wie lange kommuniziert. Und Sie behaupten auch, dass das personenbezogene Daten seien im Sinne vom Bundesdatenschutzgesetz. Können Sie mir sagen, wie der BND überhaupt hätte erkennen können, also dass das personenbezogene Daten sind, wenn zum Beispiel also Rufnummern aus dem Ausland Adressaten und Empfänger gewesen sind? Es ist eigentlich allgemein anerkanntes Prinzip, dass Nummern wie Rufnummern, sogar Kfz-Kennzeichen, Telefonnummern, Versichertennummern, Kontonummern personenbeziehbare Daten sind und nach der gesetzlichen Definition dann auch personenbezogene Daten. Und damit sind alle Formen von Metadaten personenbezogene Daten.
Und jetzt ist die Frage, kann man die Person daraus herauslesen? Es kommt nicht darauf an, ob der BND das kann, sondern es kommt darauf an, dass es möglich ist, den Personenbezug herzustellen für die Entscheidung, ob es personenbezogene Daten sind. Und wenn jemand diesen Personenbezug besonders einfach herstellen kann, dann, so denke ich, ist es der BND. Was soll ich denn fragen? Ja, sind offensichtlich keine weiteren Fragen mehr an den Sachverständigen. Dann sind Sie mit Dank entlassen, Herr Schäfer, und können wieder Platz nehmen. Herr Dr. Söhn, nochmal an Sie. Wir haben jetzt den Sachverständigen gehört. Die Frage drängt sich auf, warum hat Ihre Behörde nicht im Rahmen der Fachaufsicht diese Dinge längst geklärt und ist eingeschritten? Sie können nicht einfach vortragen, der BND sei nicht verantwortlich für das, was NSA tut, übermittelt, wenn Sie aber für den BND verantwortlich sind. Ja, das würde ich gerne tun. Hohes Gericht, wir haben den Kollegen von der Bundesbeauftragten für die Datensicherheit gehört. Er hat seine Meinung gesagt, das ist sein gutes Recht. Es wäre aber gefährlich, sich dieser Meinung einfach unbesehen anzuschließen. Aus diesem Grund und um das Ganze ein wenig zu objektivieren, hat die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Deutschen Bundestages einen unabhängigen Sachverständigen beauftragt, den hochverehrten Kollegen Dr. Graulich, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht und auch als solcher eigentlich über Zweifel erhaben, sich die ganze Geschichte einmal genauer anzugucken und darüber Bericht zu erstatten. Das hat der Dr. Graulich auch getan und die relevanten Informationen finden Sie im Programmheft als Dokument Nummer 2. Und ich bitte um kurze Einspielung der Folie, was den Graulich-Bericht angeht. Erstens, der Zusammenarbeit von NSA und BND in Bad Aibling liegt ein Memorandum of Agreement vom 28. April 2002 zugrunde. Bei diesem Memorandum handelt es sich um eine vertragsähnliche Vereinbarung auf dem Gebiet des Völkerrechts. Formal gesehen ist das Memorandum eine Verwaltungsvereinbarung. Zu deren Abschluss ist der BND als Bundesbehörde berechtigt. Das Memorandum ist formal gesehen kein rechtsförmiger Vertrag. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen sind nicht einklagbar. Dennoch stellt die Vereinbarung eine völkerrechtliche Verbindlichkeit her. Für ihre Umsetzung bedarf es jedoch keines Umsetzungsgesetzes des Deutschen Bundestages. Zweitens. Das Memorandum of Agreement legt die Modalitäten für die gemeinsamen Aufklärungsaktivitäten von BND und NSA in Bad Aibling fest. Beide Seiten verpflichten sich, die in den USA und in Deutschland geltenden rechtlichen Bestimmungen, in Deutschland das G10-Gesetz und in den USA das USSID 18, einzuhalten. Durch je eigene Filter sollte sichergestellt werden, dass weder Amerikaner noch Deutsche bzw. Grundrechtsträger bei den Aufklärungsmaßnahmen erfasst werden. Die deutsche Behörde ist dabei für das Ausfiltern der Deutschen zuständig, die amerikanische Behörde für das Herausfiltern der US-amerikanischen Staatsbürger. Der in den Medien immer wieder behauptete Ringtausch zwischen den Geheimdiensten, die Umgehung der eigenen rechtlichen Bindungen durch die Kooperation mit ausländischen Partnern, war deshalb von vornherein ausgeschlossen. Eine Aufklärung europäischer Ziele war nur beschränkt auf bestimmte Phänomenbereiche zugelassen. Drittens. Mit dem Memorandum of Agreement werden zudem die Verantwortlichkeiten strikt voneinander getrennt. Der BND ist für den technischen Betrieb der Anlage, die NSA für Inhalte der Fernmeldeaufklärung zuständig. Der BND gewährleistet die Bereitschaft und Sicherheit der Anlage. Die NSA stellt die Selektoren zur Verfügung und erhält die ausgeleiteten Nachrichten. Selektoren innerhalb des vereinbarten Aufklärungsprofils sind folglich dem Rechtskreis des Urhebers zuzurechnen.
Dem Kooperationsprojekt JSA liegt somit eine Vereinbarung nach Art eines Durchleitungsvertrags zugrunde. Der BND tritt gewissermaßen als Provider für die NSA auf. Eine solche Dienstleisterstellung ist im deutschen Sicherheitsrecht nicht unüblich. Auch das Bundeskriminalamt nimmt gegenüber den Länderpolizeien eine solche Funktion ein. Viertens. Aus der Sicht des vereinbarten Verfahrens kann ausgeschlossen werden, dass es in Bad Aibling zu einer Verletzung von Grundrechten Deutscher kommt. Vom deutschen Rechtsstandpunkt aus kann es zu einer Verletzung von Grundrechten während des automatisierten Prozesses der Selektorensteuerung nicht kommen. Diese dauert von der automatisierten Andienung durch die NSA über die ebenfalls automatisierte erste DAFIS-Prüfung bis zur Steuerung durch das Bad Aiblinger FMA-System. Relevanz nach deutschem Recht erhält der Begründungsverstoß erst mit dem Bekanntwerden des Selektors, das heißt nach seiner Herausnahme aufgrund der DAFIS-Prüfung. In diesem Zeitpunkt wirkt sich der Fehler allerdings nicht mehr aus, weil der Selektor mangels Steuerung nicht mehr in das Fernmeldegrundrecht eingreifen kann. Also lass mich mal nicht von diesem Textwall beeinflussen. Auch der Gutachter der Bundesregierung hat sehr wohl festgestellt, dass das rechtswidrig und illegal ist, was der BND aber mit den Selektoren macht. Ich muss Sie bitten. Ja, was? Stimmt doch. Nicht dazwischen zu reden. Herr Dr. Ja. Kurz, bitte die Regeln des Gerichts etwas, weil Sie wissen, Sie bekommen jederzeit das Wort, wenn Sie etwas zu sagen haben. Aber bitte springen Sie nicht einfach so in die Verhandlung ein. Verzeihung. Herr Sohn, Sie haben. Ja, Frau Dr. Kurz, ich verstehe, dass es also für Sie Ihnen schwerfällt, das einzusehen, also dass der Bundesnachrichtendienst vielleicht auch mal was Richtiges macht. Aber entgegen Ihrer ständig wiederholten Behauptung ist es ja nicht so, dass der Bundesnachrichtendienst die Amerikaner jetzt einfach machen ließe, sondern der Bundesnachrichtendienst hat ein ausgefeiltes Programm entwickelt, mit dem verhindert wird, und zwar zuverlässig verhindert wird, dass die Amerikaner in ihrem Wissensdurst also womöglich auch deutsche Grundrechtsträger abfassen und auswerten. Dieses Sicherheitsprogramm oder diese Sicherheitsfilter nennt sich DAFIS, D-A-F-I-S. Sie sehen es hier. Und die Selektoren der Amerikaner, die deutsche Grundrechtsträger betreffen oder die gegen deutsche Interessen verstoßen, die werden durch dieses System abgefangen. Das heißt, das System, das Filtersystem verhindert die Selektoren, wirksam zu werden. Und ich bin ein Einzelfall, ein bedauerlicher. Ja, aber Schaden ist ja noch keiner entstanden, oder? Oh, ach, mir ist kein Schaden entstanden. Herr Dr. Söhnen, darf ich Ihnen noch eine Zusatzfrage stellen? Sie sagen, in den Anfangsjahren seien die Selektoren manuell von Seiten des BND überprüft worden und seit 2008 maschinell. Und seitdem hätten Sie ca. 9.000 Selektoren aus dem Verkehr gezogen, die Grundrechtsträger, also Deutsche und Ausländer im Inland und Deutsche im Ausland mit Ausnahmen betroffen hätten. Meine Frage ist, wer überprüft denn, ob dieses BND-Filtersystem, das DAFIS-System, theoretisch und praktisch wirklich zielführend ist, also dass es sicherstellt, ob damit wirklich die Grundrechtsträger, die geschützt sind, tatsächlich auch geschützt sind und Rechtsbrüche ausgeschlossen sind. Wer macht das? Die Frage habe ich verstanden. Hohes Gericht, ich habe den Eindruck, also dass das, also was die Bundesregierung also durch meinen bescheidenen Mund hier verlautbart, also nicht so richtig für glaubhaft gehalten wird. Ich beziehe mich auf den schon genannten Sachverständigen Dr. Graulich. Darf ich bitten, seine Einschätzung kurz vorzustellen? An der technischen Zuverlässigkeit des automatischen Filterungssystems DAFIS besteht kein Zweifel. Allerdings filtert es auch nur, wofür es programmiert worden ist. Insbesondere eilt es nicht später formulierten Erwartungen voraus. Dankeschön.
alles? Dieses Filtersystem wurde entwickelt von der zuständigen Abteilung des Bundesnachrichtendienstes und wurde für die Anwendung in Bad Aibling nochmal eigens verbessert und ausgefeilt. Etwa um auf der dritten Filterstufe auch die Interessen der europäischen Freunde zu schützen. Wenn ich es richtig sehe, würden Ihre Gesinnungsgenossen in den anderen Ländern sich freuen, also wenn deren Interessen auf eine so gute und technisch zuverlässige Weise geschützt werden würden. Also bitte unterlassen Sie unangemessene Polemik, Herr Dr. Sehn. Ja? Herr Dr. Sehn, noch eine Nachfrage seitens des Gerichts. Wir haben ja bisher nur gesprochen über die Selektoren, die von amerikanischer Seite, also von Seiten des NSA, geliefert worden sind und dann vom BND eingesetzt oder auch nicht eingesetzt worden sind. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass der BND selbst Ausspähungen im Ausland über die Anlagen in Bad Aibling vornimmt oder anderswo vornehmen will. Anhand welcher Prüfkriterien geschieht dies? Was sind dafür die rechtlich maßgeblichen Prüfkriterien? Streitgegenstand, darf ich daran erinnern, in diesem Verfahren ist das, was die Klägerin vorgelegt hat. Das ist ein Datensatz, der stammt ganz zweifelsfrei aus der Satellitenüberwachung in Bad Aibling. Was Sie jetzt ansprechen, Hohes Gericht, betrifft einen ganz anderen Streitgegenstand und da muss ich um Verständnis bitten, dass für diesen neuen Streitgegenstand ich keine Aussagegenehmigung habe. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, Sie haben ja gesagt, das sei zufällig geschehen, dass die personenbezogenen Daten der Klägerin erfasst worden seien. Wenn das zufällig geschieht, wissen wir ja nicht genau, mit Hilfe welcher Selektoren ist es geschehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Selektoren geliefert von der NSA oder eigene Selektoren. Was war es hier nun? Können Sie dazu etwas sagen? Es sind in Bad Aibling also keine eigenen Selektoren zum Einsatz gekommen, sondern es sind ausschließlich also die durch das Filtersystem zugelassenen Selektoren von den Amerikanern. Okay, dann belassen wir es jetzt dabei und gehen über in die Befragung des Sachverständigen Klaus Landefeld. Herr Landefeld, bitte kommen Sie nach vorne. Herr Landefeld, Sie sind Vorstandsmitglied des Branchenverbandes der Internetwirtschaft, ECO. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erläutern Sie Ihren beruflichen Hintergrund, der Sie zum Sachverständigen in dieser Angelegenheit macht. Ja, das werde ich gerne tun. Mein Name ist Klaus Landefeld, ich bin tatsächlich bei ECO, das ist der Verband der Internetwirtschaft, Vorstandsmitglied, zuständig für Infrastruktur und Netze. Zu diesem Vorstandsbereich gehört auch die Kontrolle über den deutschen Austauschknoten DKIX. Das ist der größte Internetaustauschknoten der Welt. Dort bin ich auch im Aufsichtsrat tätig. Meine Historie besteht darin, ich bin schon seit 1990 im Internet unterwegs mit kommerziellen Internetdiensten, habe seit 1993 mit Polizeidienstbehörden und seit 98 auch mit Geheimdiensten zu tun im In- und Ausland. Ich habe das in 17 Ländern schon gemacht, in 7 Ländern auch persönlich mit den Geheimdiensten verhandeln müssen, sozusagen, weil man als Carrier dort überall verpflichtet wird. Das ist der Hintergrund. Seit 2008, 2009 sind wir auch in Deutschland mit dem BND zugange, weil man dort an den DKIX herangetreten ist, um auch hier Ausleitungen durchzuführen. Vielleicht ganz interessant daran, wir reden hier über Bad Aibling, an anderer Stelle hat man uns zum virtuellen Ausland definiert. Wir sitzen ganz klar in Frankfurt und die Ausleitungen finden auch in Frankfurt statt. Herr Landefeld, vielleicht noch eine Zusatzfrage. Wenn Sie Anforderungen seitens des BND erhalten, erst mündlich, dann schriftlich aufgrund eines Antrages, die Dienstleistungen, die Sie dann erbringen, beziehen die sich ausschließlich auf leitungsgebundene Vorgänge, Telefonverbindungen und Internetverbindungen oder beziehen die sich auch auf Satellitenverbindungen?
Also das, was D-Kicks betrifft, sind ausschließlich leitungsvermittelte Geschichten. Ja, das liegt daran, dass im Internet eigentlich nur sehr wenig über Satelliten läuft. Satellitenverbindungen kommen hier eigentlich nur aus sehr entfernten Auslandsregionen zum Einsatz. Moment, ich sollte hier eigentlich mit dem Publikum reden, Entschuldigung. Und Satellitenverbindung hat allerdings den, jetzt als fachlicher Hintergrund, den meistens einen sehr hohen Inhaltswert. Das, was auf den Leitungen des Internets sonst so stattfindet, da sind natürlich sehr viele Daten dabei, die für die Nachrichtendienste nicht interessant sind. Da sind sehr viele Bilder, sehr viele Videos, Sachen wie das dabei, während auf Satellitenverbindungen, weil die Verbindungen sehr teuer sind, fast ausschließlich relevante Kommunikation drauf ist. Von daher ist man an Satellitenverbindungen interessiert. Das kann ich Ihnen sagen aus den Tätigkeiten bei anderen Carriern. Gibt es denn für Sie einen erkennbaren Unterschied zwischen G10-Maßnahmen und der Überwachung des reinen Auslands, der reinen Auslandskommunikation? Das ist eine gute Frage. Es gab bisher, müsste ich seit gestern sagen, ja, keine Gesetzesgrundlage in Deutschland, Auslandsverkehre, also Verkehre, die eigentlich durch Deutschland durchlaufen, irgendwie auszuleiten. Die einzige Gesetzesgrundlage, die es gab, ist das G10-Gesetz, das heißt Datenverkehre, die eigentlich aus dem Inland in das Ausland laufen. Und alle Leitungswege, diese Anordnung zur strategischen Fernmeldeüberwachung, nach 5G10-Gesetz, beziehen sich immer auf Verbindungen vom Inland in das Ausland. Wenn auf den Leitungswegen allerdings auch andere Kommunikation stattfindet, und das lässt sich im Internet, alles was IP-basierte Leitungswege sind, schlicht und einfach überhaupt nicht mehr trennen. Alle diese Leitungen haben immer Mischverkehre, das sind Verkehre vom Inland ins Inland, vom Inland ins Ausland und aber auch vom Ausland ins Ausland dabei. Alle Leitungswege dieser Art, wenn sie überwacht werden, wenn sie ausgeleitet werden müssen, liefern immer die Mischverkehre vom Überwachungspunkt an den Dienst. Das lässt sich nicht verhindern, das lässt sich auch von dem Betreiber nicht trennen, weil man als Betreiber an dieser Stelle ja auch nur Dienstleister für die weiteren Kunden ist, sprich für die Telekommunikationsunternehmen, die diese Daten einliefern. Es ist ja hier schon von der Regierung darauf hingewiesen worden, dass die Daten, die erfassten Daten in einem dreistufigen Filtersystem DAVIS geprüft werden und um möglichst alle Fehlermeldungen herauszufiltern. Vielleicht können wir das, ja, wir haben das schon da, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, ist dieses dreistufige System geeignet, Rechtsbrüche zu vermeiden? Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage. Diese Datenfiltersystem, was man hier sieht, das sind drei Stufen. Aus Sicht des Verbandes, jetzt auch von der technischen Seite, auch meiner Expertise raus, muss ich Ihnen sagen, mit drei Stufen kommen Sie nicht hin. Da fehlen Stufen. Alles, was wir hier sehen, sind eigentlich Inhaltsfilter. Das heißt, Sie müssen die Kommunikation erstmal angenommen haben, geöffnet haben, müssen sie vorselektiert, zwischengespeichert haben, dann können Sie diese Inhaltsfilter anwenden. Das heißt aber auch, dass Filter wie zum Beispiel IP-Filter, die eigentlich schon erkennen ließen, dass es sich hierbei um Kommunikation von Deutschen im Inland zum Beispiel handelt oder sowas ähnliches, hier eigentlich schon längst angewendet sein müssten. Das heißt, hier guckt man in den Inhalt einer Kommunikation, wenn es sich aber um Kommunikation vom Deutschen im Inland zum Beispiel handelt, was sich an einem Datenaustauschknoten wie dem D-Kicks gar nicht vermeiden ließe, dann ist das eigentlich schon eine Stufe zu weit. Dann hat man diese Kommunikation bereits geöffnet und analysiert. Das heißt, die Frage, ob dieses Filtersystem in diesen drei Stufen dann eigentlich funktioniert oder nicht funktioniert, ist aus meiner Sicht zu spät angesetzt. Immer wenn diese drei Stufen überhaupt zur Anwendung kämen, hat man eine Kommunikation, wo eigentlich schon eine Information des Grundrechtsträgers anschließend stattfinden müsste. Das habe ich verstanden. Frau Dr. Kurz, Sie wollten noch eine Frage stellen. Ich würde gerne noch mal, wir haben jetzt über diese DAVIS-System viel gesprochen. Ich gehe ja recht in der Annahme, dass Sie den Graulich-Bericht von dem von der Bundesregierung bestellten Gutachter auch nur in der Version kennen, die öffentlich zugänglich ist. Weil wir berufen uns ja immer auf diese Information, richtig? Das ist richtig, ja. Also Ihr Wissensstand, Sie wissen auch nicht mehr, als in dem Bericht stand. Dann ist doch eigentlich nach Ihrer Beschreibung... Ich darf vielleicht nur über das reden, was öffentlich bekannt ist. Also es gibt hier natürlich immer das Problem, dass man trotzdem Geheimschutz unterliegt sozusagen. Also man darf nicht über alles reden, was man weiß oder was man irgendwo gesehen hat.
aus Diskussionen, wenn eine G10-Anordnung gemacht wird oder sowas geplant wird, werden natürlich immer technische Fachgespräche geführt. Über die darf man nicht reden, über die darf man interessanterweise auch nicht mit der G10-Kommission reden. Das wird sich jetzt in Zukunft auch nicht ändern. Also wenn ich das neue BND-Gesetz mir angucke, dann ist auch die ganze Anordnungsstufe, die ganze Art, wie Sachen angeordnet werden, nicht mehr transparent. Man ordnet nur noch das Netz an, nicht mehr die eigentliche technische Ausleitung. Das fällt jetzt alles weg. Das ist eines der großen Probleme, die wir in diesem Gesetz sehen. Und ja, von daher, man kann leider nicht über alles reden. Also nur, dass das bekannt geworden ist. Er hatte meine Frage eigentlich noch gar nicht gestellt. Nur mal angenommen, diese DAFIS-Filter-System funktioniert so ein bisschen und hätte vielleicht sogar noch die Stufe 4, von der Sie eben sprachen. Könnten Sie vielleicht was dazu sagen, wie denn die Nummer theoretisch die Fehlerquote bei solchen Systemen wäre? Ist das eigentlich technisch irgendwie sinnvoll? Naja, ob es technisch sinnvoll ist, sagen wir mal, es reduziert natürlich die Datenmenge. Aber das Problem kommt eigentlich so, ist so ein bisschen analog zu der Frage, wie funktioniert Geoblocking? Wir wissen alle heute, es gibt diese Geoblocking-Systeme, die auf IP-Filtern beruhen. Die besten kommerziellen Systeme, die ich zurzeit kaufen kann, haben ungefähr eine Genauigkeit von 99,5%. Das sind kommerzielle Unternehmen, die machen nichts anderes, als diese Geofilter zu bauen. Die verdienen ihr Geld damit und die kommen nicht weiter. So wie das System beschrieben wurde vom Bundesnachrichtendienst, gehen wir im Moment davon aus, dass dort nur Qualitäten von 95-98% erreicht würden. Es gab auch zwei Gutachten, die im Auftrag des NSA-Untersuchungsausschusses gemacht wurden. Die kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Aber selbst wenn es der beste Filter wäre, man muss sich einfach mal die Zahlen vor Augen halten, die hier im Raum stehen, im Internet sind Verbindungszahlen sehr viel höher, als das historisch so war. Wenn man nur Telefonanrufe oder ähnliche Kommunikation, E-Mails sich angeguckt hat, das waren sehr viel geringere Verbindungszahlen, als wir so heute im Internet so kennen. Das heißt, an einem Datenknoten wie unserem laufen jeden Tag mehrere 10 Milliarden Verbindungen durch. Wenn jetzt ein Filterfehler, selbst wenn es das weltbeste Filtersystem beim BND gäbe, was ja hier offensichtlich der Fall sein soll. Also nehmen wir das mal positiv an. Nehmen wir mal an, er würde auf 99,9% kommen, dann würden immer noch jeden Tag mehrere Millionen Fehler in diesem Filter passieren. Verbindungen, wo dann anschließend diese Inhaltsfilter darauf angewendet würden, ohne dass man das eigentlich dürfte, weil es sich um Verbindungen von Deutschen im Inland handelt. Und das ist natürlich das Problem, was da irgendwo im Raum steht. Das heißt, diese Frage ist so eine Granularität, die man sich vielleicht auch als Gericht dann irgendwie mal fragen müsste, wann ist denn eigentlich ein Grundrechtsschutz noch gewährt, wenn selbst wenn man durch verbesserte Maßnahmen vielleicht nur auf 100.000 oder auf 10.000 Grundrechtsverletzungen käme, und ich sage hier pro Tag, dann müsste man sich natürlich immer noch überlegen, ist das angemessen oder ist das im Rahmen dessen, was akzeptabel ist, weil es ja zumindest aus meiner Sicht ein systematischer Grundrechtsverstoß ist. Ja. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Aber bitte. Sie haben es eben schon kurz erwähnt und hängt ja mit Ihrer Antwort jetzt zusammen. Ist es aus Ihrer Sicht bei der Analyse des Datenverkehrs technisch sinnvoll, zwischen inländischem und also zwischen den Personen, die vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland kommunizieren, zu unterscheiden? Die Frage ist, ob man das tatsächlich unterscheiden kann. Ja. Das ist ja heute alles in sehr viele verschiedene technische Ebenen gegliedert. Es ist also nicht nur der IP-Verkehr unten drunter, sondern auch die Frage, wo ist der Dienst dann ansässig und wer kommuniziert eigentlich miteinander. Geschützt ist eigentlich die Kommunikation. Wir sagen im Artikel 10, die Kommunikation zwischen Bundesbürgern ist geschützt. Dabei ist der Geltungsbereich jetzt noch gar nicht in Frage gestellt. Also die Frage, sind Inländer oder Ausländer betroffen, möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht erörtern, sondern bleiben wir mal bei den Inländern. Man hat aber eine Kommunikation, die von Hamburg nach München geht, die wird vielleicht über einen Server in den USA geroutet. Natürlich ist die IP-Verbindung eine Auslandsverbindung, aber der eigentliche Inhalt der Kommunikation findet zwischen Bundesbürgern statt. Das heißt, die Frage, ob hier an dieser Stelle ein Grundrechtsschutz zu gewähren ist, die stellt sich eigentlich gar nicht, weil es ganz klar Kommunikation von Inländern ist. Und es lässt sich technisch im Netz heute nicht mehr richtig trennen. Ist jetzt unabhängig von der Frage, ob ich identifizieren kann, wo eine IP-Adresse überhaupt liegt. Das war der Prozentsatz, den ich vorher verwendet habe. Aber selbst wenn völlig klar ist, dass die Kommunikation vom Inland ins Ausland geht, ist immer noch nicht klar, ob hier Inländer kommunizieren oder bei dieser Kommunikation vielleicht ansonsten inländische Inhalte betroffen sind. Ja, vielen Dank. Herr Sachverständiger, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, also dass das gar nicht möglich ist? Also ich meine, immerhin, das Gesetz gibt es vor, also dass wir zwischen Inländern und Ausländern unterscheiden.
Was hätte der Bundesnachrichtendienst also denn machen sollen, um diese Unterscheidung in die Tat umzusetzen? Die Fragen müssen Sie sind die Fachaufsicht. Entschuldigung. Das ist tatsächlich eine hervorragende Frage. Ich möchte jetzt mal gerade in die Gesetzesbegründung vom neuen BND-Gesetz reingreifen, wo man also sagt, für Europäer können wir es zum Beispiel nicht. Für Europäer ist es unmöglich, diese Trennung durchzuführen. Also ein Franzose müsste sich zum Beispiel als Franzose identifizieren, um ihn nach dem neuen Gesetz 6.3 irgendwie in dieser Form identifizieren zu können. Komischerweise schreibt man für 6.4 hin, für Deutsche können wir das, fehlerfrei, ohne zu erläutern, wie das technisch gelingt, wenn es für andere nicht gelingt. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Es ist heute in der Trennung, in den Kommunikationssystemen, wie sie existieren, fast unmöglich geworden, vorher zu sagen, wer dort mit wem kommuniziert. Wenn zwei Leute auf Facebook miteinander kommunizieren, wenn zwei Leute über einen Messenger irgendwo kommunizieren, da steht nicht dran, was das für ein Bürger welches Landes ist. Man müsste also immer erstmal eine Identifikation beim jeweiligen Anbieter vornehmen und sagen, hey, was ist denn das eigentlich für ein Staatsbürger? Und das passiert nicht, ist auch nicht vorgesehen momentan. Oder es würde wieder sehr umfangreiche Datenbanken erfordern, die man führt über jedes Mitglied, jeden Kommunikationsdienstes dieser Welt, welcher Nationalität er hat. Habe ich noch nicht gesehen, ist auch meiner Meinung nach im Moment nicht zulässig. Jetzt hätten Sie das Wort, wenn Sie es brauchen. Dankeschön. Wir wissen ja, dass, also wir wissen aus den Veröffentlichungen von Edward Snowden, dass seit ungefähr August 2013 der BND auch Millionen Meter Datensätze an die NSA weiterleitet, aus dieser Auslandsdatenaufklärung. Und wir wissen auch, dass die Vereinbarung dafür, die ist ja auch schon erwähnt worden, dieses Memorandum of Agreement 10 Jahre besteht mit diesem Partnergeheimdienst. Jetzt würde ich über diese Metadaten gerne eine technische Frage an Sie loswerden. Ist es korrekt, dass Sie mit diesen Millionen Metadaten von Europäern und von Deutschen, inklusive mir selbst, aber auch sonst alle, die hier sitzen, Kommunikations-, Sozial- und Kontaktgrafen erstellen können? Also ich habe jeden Tag mit Strafverfolgungsbehörden zu tun. Die machen das als allererstes bei so ziemlich jeder Straftat, die momentan passiert. Das Erste, was man sieht, ist die Kommunikationsdaten, weil man daraus eben genau diese Kontaktgrafen erstellt und erstellen kann. Nicht zuletzt deswegen ist auch im, das ist eigentlich sehr spannend, im Strafgesetzbuch ist völlig klargestellt, dass die Kommunikation, also die Metadaten dem gleichen Schutz unterliegen wie die Inhaltsdaten. Ich bin aber kein Straftäter, Herr Langenfeld. Ich wollte das nur mal klarstellen, dass das völlig klar geregelt ist, dass Metadaten dem gleichen Schutz unterliegen, zumindest was unsere inländische Gesetzgebung in der Regel angeht. Diese Kontaktgrafen sind aber tatsächlich das, was eigentlich interessiert. Also in der Regel sind diese Frage, wer kommuniziert mit wem, erstmal viel spannender, weil tatsächlich Inhaltsanalysen ein sehr aufwendiger Prozess sind. Und in der Regel, zumindest ist es in der Strafverfolgung so, sind diese Kontaktgrafen erstmal wichtiger und werden wesentlich häufiger verwendet als tatsächliche Inhaltsanalysen, die ja dann immer individuell erstmal erstellt werden müssen. Dafür muss man Manpower, Rechenpower haben, dafür muss man auch Ausleitungen getrennt beantragen. Das Gleiche gilt im Prinzip für Geheimdienste, man muss sich mit den Inhalten dann erstmal beschäftigen. Metadaten sind sehr viel weniger umfangreich, sind einfacher zu transportieren, einfacher zu verarbeiten und das Beziehungsgeflecht, was dabei entsteht und aufgezeichnet werden kann, ist eigentlich das, was natürlich spannend ist, wer arbeitet hier mit wem zusammen, wer kommuniziert mit wem, das lässt Tätergruppen und Ähnliches eben erkennen und deswegen wird das in der Regel auch gemacht. Also ja. Ja. Okay, ich habe mich ein bisschen lang gefasst für die gleiche Antwort. Also, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr an Herrn Landefeld sind, dann beenden wir hier die Befragung. Vielen Dank. Und Sie sind entlassen und können sich wieder, können wieder Platz nehmen. Ich rufe dann. Als nächsten Sachverständigen rufe ich auf Herrn Hans-Christian Ströbele. Herr Ströbele, bitte kommen Sie zu uns. Ja. Na, können wir das Ding auch in die Hand geben? Herr Ströbele, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und gehören seit 1998 dem Parlamentarischen Kontrollgremium an. Meines Wissens sind Sie auch Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses. Ist das zutreffend und können Sie Ihre Funktion sonst noch etwas näher beschreiben? Ja, ich bin auch Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur NSA und BND
und ich bin Mitglied des Rechtsausschusses. Und Sie haben auch recht, ich bin im parlamentarischen Kontrollgremium, seit es ein parlamentarisches Kontrollgremium, das diesen Namen hat, gibt. Ich habe an dem Gesetz selber mitgewirkt, 1998, das Grundlage der Arbeit dieses Gremiums ist. Vielen Dank. Sie haben ja mitbekommen durch Ihre Anwesenheit im Zuhörerraum, mit welchen Fragen sich das Gericht heute hier zu befassen hat. Dafür sind für uns von besonderem Interesse zwei Berichte. Ein Bericht ist erstellt worden von der sachverständigen Vertrauensperson Dr. Graulich im Auftrag der Bundesregierung und der Mehrheit des NSA-Untersuchungsausschusses. Und der zweite Bericht ist erstellt worden nach der Arbeit einer Taskforce Ihres parlamentarischen Kontrollgremiums. Können Sie uns kurz schildern, die Relevanz der Ergebnisse dieser beiden Berichte für unsere Untersuchungen, die wir hier anzustellen haben? Ja, ich will es versuchen. Es ist natürlich ein breites Thema. Das Ganze kam so. Edward Snowden hat ab Juni 2013 Dokumente veröffentlichen lassen, die er in seinem Besitz hatte vorher, aus denen sich ergab, dass millionenfach in den USA, aber auch in Europa, insbesondere in Deutschland und vielen anderen Ländern, millionenfach Metadaten und überhaupt Daten von der NSA illegal aufgefangen werden, unter Gesetzesverstoß, unter Grundrechtsverstoß oder auch unter Menschenrechtsverstoß. Das parlamentarische Kontrollgremium hat sich damit ab Mitte Juni beschäftigt in unseren Sitzungen. Wir haben zahlreiche Sondersitzungen dazu durchgeführt und wir haben dann auch natürlich begleitet, und ich habe das auch persönlich gemacht, dass es 2014, also ungefähr ein Dreivierteljahr später, zu diesem Untersuchungsausschuss gekommen ist, in den ich dann auch mit reingegangen bin. Ich bin stellvertretendes Mitglied mit dem Kollegen von Dotz. Dann ist zusätzlich was passiert. Also wir haben uns immer auch damit beschäftigt, obwohl parallel der Untersuchungsausschuss dazu tagt. Dann ist im Jahre 2015, im Oktober war das, glaube ich, 2015, bekannt geworden, und zwar auf der Grundlage von Unterlagen, die die Minderheit im Untersuchungsausschuss angefordert hatte, dass sich aus den Unterlagen, die uns dann geliefert werden mussten, ergeben soll und auch ergeben hat, dass auch der Bundesnachrichtendienst, also nicht nur die NSA, Selektoren eingestellt hat in die Kontrolle der Datenströme, dass, und zwar Daten, die europäische Institutionen betraf. Die europäische, zunächst wusste man nicht genau was, aber da sollen auch Minister dabei gewesen sein, also Minister der Europäischen Union, nicht etwa Russlands, wäre ja auch Europa, sondern der Europäischen Union, und zwar auch welche, die Deutschland sehr, sehr nahe standen. Da war ja der Spruch der Kanzlerin, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Der war im Oktober 2013 über die Medien gegangen, und man kann die ja vielleicht als Freunde bezeichnen, den einen oder anderen. Also hatten wir den Eindruck, das geht doch. Und deshalb, und damals zu diesem Zeitpunkt durfte der Parlamentarische Untersuchungsausschuss sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen, weil das nicht in den Untersuchungsausschuss-Zeitraum fällt. Da ist dann viel drüber gestritten worden, und in dieser Situation hat das Parlamentarische Kontrollgremium eine sogenannte Taskforce eingesetzt. Das heißt, drei Abgeordneten, einer davon wie ich, und Mitarbeiter, die dieser Frage der BND-Selektoren, und zwar der BND-Selektoren, die nach Auffassung des Bundesnachrichtendienstes und nach Auffassung des Kanzleramtes illegal waren. Derer sollten wir uns annehmen. Wie kam es dazu? Was sind das überhaupt? Was sind das für welche? Und so weiter. Und weil das so ungeheuer geheim ist, man fragt sich immer, warum die Sachen so geheim sind, noch geheimer als die geheimen,
Also die durften wir gar nicht, die Akten, die Unterlagen, die wir dann gelesen haben, nicht in der Geheimschutzstelle, das ist eine ganz besondere Stelle im Deutschen Bundestagsgebäude, einsehen, sondern wir mussten dazu immer ins Kanzleramt fahren. Da darf war uns ein Raum reserviert. Ja. Also wenn wir das richtig verstanden haben, was Sie gesagt haben, haben Sie mit Ihrem parlamentarischen Kontrollgremium, vorbereitet durch die Taskforce, untersucht den Einsatz von BND-eigenen Selektoren, während der Untersuchungsausschuss und nachfolgend auf Einsetzungsbeschluss oder auf Vertragsentscheidung der Bundesregierung Dr. Graulich untersucht hat, den Einsatz von NSA-Selektoren. Wobei der Einsatz von NSA-Selektoren im Graulich-Bericht, im Graulich-Untersuchungsauftrag beschränkt worden ist auf die NSA-Selektoren, die nicht zum Einsatz kamen, weil sie der BND ausgesondert hat. Während, wie Herr Graulich in seinem Bericht geschrieben hat, die NSA-Selektoren, die zum Einsatz kamen, von Herrn Dr. Graulich nicht untersucht worden sind. Ist das richtig? Das ist genau richtig. Diese NSA-Selektoren waren alles illegale, rechtswidrige Selektoren. Die hatte der BND, und zwar nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden, die waren ab Juni, habe ich ja schon gesagt, im August hatten zwei Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst, die da direkt an diesen Maschinen sitzen, die glorreiche Idee, wenn der Snowden da solche Sachen behauptet und die Bundesregierung sagt immer, das haben wir nichts mit zu tun, wir wissen überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Jetzt gucken wir mal, die beiden Mitarbeiter haben gesagt, jetzt gucken wir mal unsere die Selektoren, die wir einsetzen, die der BND für die NSA einsetzt, gucken wir mal durch, ob da welche dabei sind, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Also zum Beispiel, also und auch mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht zu vereinbaren sind, wie zum Beispiel, dass man eine befreundete EU-Regierung abhört oder EU-Institutionen oder NGOs abhört in ganz Europa. Und da haben die diese Selektoren gefunden, die, das wurde dann veröffentlicht. In 2013? Nee, die haben die in 2013 im Nach August. Nach Snowden. 2013 haben die gefunden. Die haben das aber nicht an ihre Vorgesetzten mitgeteilt, jedenfalls angeblich, auch nicht ans Kanzleramt, sondern haben das in einer extra Datei verwahrt und nicht mehr eingesetzt. Und so, was ist das? Da wollen wir ja nicht, dass das bekannt wird. Gut, jetzt möchte ich gerne und diese Geschichte ist rausgekommen, dann im Frühjahr 2015. Und da ist der Herr Altmaier persönlich, also der zuständige Minister im Kanzleramt, mit einem ganzen Crew nach Pullach geflogen zum BND und hat sich das erklären lassen, kam wieder aufgescheucht und aufgeregt und hat das parlamentarische Kontrollgremium, das darf man ja nicht sagen, aber weil das alles geheim ist, aber auch den Untersuchungsausschuss darüber informiert, dass es sowas gibt. Und hat gesagt, natürlich, selbstverständlich müssen Sie die alle untersuchen. Und als wir die dann angefordert haben, diese Lektoren, da wurde uns gesagt, da müssen wir erst die NSA fragen. Und diese Frage läuft noch heute. Frau Dr. Kurz? Die läuft noch heute. Frau Dr. Kurz, haben Sie freie Sicht auf den Sachverständigen? Also eigentlich bin ich mehr so sprachlos. Ja, gut. Und jetzt geht das weiter. Dann haben wir gesagt, aber wir sind das Parlament, wir müssen den BND kontrollieren, wir müssen das Kanzleramt kontrollieren, dafür sind wir gewählt worden. Und so. Man kann uns nicht Papiere nicht zeigen, es geht überhaupt nicht. Und wenn behauptet wird, das sind NSA und nicht deutsche Papiere, sagen wir, aber die Deutschen haben diese Selektoren eingesetzt in ihre Maschinen, in ihre Suchströme. Da haben sie also müssen wir die sehen, haben die gesagt, nein, internationale Beziehung, USA, und es könnte sein, dass Herr Obama die Augenbrauen hochzieht oder so. Also wir kamen da nicht dran. Und in dieser Situation, großer Streit, wir haben nämlich dann das Bundesverfassungsgericht angerufen. Da läuft die Klage noch jetzt, wir wissen nicht, wie sie ausgeht, dieses Jahr soll es noch eine Entscheidung geben. Aber wir haben in dieser Situation, hat dann die Bundesregierung, also das Kanzleramt, die Notbremse gezogen. Die haben gesagt, wir haben eine glorreiche Idee, die müssen wir nur jetzt dem Untersuchungsausschuss noch beibringen.
nämlich die Bundesregierung setzen zu unserer eigenen Untersuchung, dass wir untersucht werden, unser BND, einen Fachmann ein, den wir aussuchen, den wir beauftragen und den wir bezahlen. Wir, das Kanzleramt. Und da haben wir gesagt, ist doch wohl das Allerletzte. Das hat am Anfang, haben das auch die anderen Fraktionen gesagt, und dann hat sich das verändert und dann haben die anderen gesagt, eigentlich, also die Koalition, eigentlich eine ganz gute Idee. Und der Herr Gaulich macht ja einen guten Eindruck, so was man da so googeln kann. Und dann wurde dieser Sachverständige jetzt, ich streite ihm ja Sachkunde gar nicht ab, wurde beauftragt, hat dieses Gutachten gemacht und der hat diese Selektoren gesehen. Und so ist es gekommen, dass naja, der gesehen nur... hat er sie nicht, so richtig, ne? Entschuldigung. Doch, Entschuldigung. Dass der nur diese Selektoren, ich war ja nicht dabei, nur die diese Selektoren untersuchen sollte. Nur die Ausgesonderten, nur nicht die Eingesetzten. Nur die der BND selber für illegal, rechtswidrig und möglicherweise gegen Grundgesetz. Also untersucht worden sind die, die nicht genau zum Einsatz gekommen sind und die zum Einsatz gekommen sind. Doch, die sind zum Einsatz. Die sind ja, aus dem laufenden Einsatz ausgenommen worden. Aber vom BND herausgenommen worden sind und die eingesetzt worden sind, unbeanstandet vom BND, die sind nicht untersucht worden. Nein. Ja. Die sind alle nicht. Also die Millionen von Selektoren, über die Zahlen müssen wir streiten, das geht bei uns auch immer hin und her, aber es waren jedenfalls Millionen von Selektoren, die eingesetzt werden, auch NSA-Selektoren, aber auch BND-Selektoren, von denen bisher noch keiner weiß, ob sie nicht auch illegal sind. Die sind nicht untersucht worden. Gut. Die sind weder vom PKG noch von der von dem Herrn Graulich. Gut, das ist klar geworden. Jetzt habe ich eine Frage. Wir sprachen jetzt über den Dr. Graulich-Bericht. In dem Dr. Graulich-Bericht haben wir ja erfahren, jedenfalls in dem veröffentlichten Teil, erfahren von diesem Abkommen zwischen den USA und Deutschland aus dem Jahre 2002. Wann haben Sie denn im parlamentarischen Kontrollgremium erstmals von diesem Abkommen erfahren? Lieber Herr Richter, wollen Sie mich hier zu einer Straftat verleiten? Alles, was, so steht im Gesetz, alles, was im PKG passiert, ist leider geheim. Das wird auch immer wieder betont. Aber vielleicht kann ich allgemeiner fragen. Bitte. Nein, Frau Dr. Kurz, wenn Herr Deisenroth seine Befragung beendet hat, dann bekommen sehr, Sie das Wort sehr geheim, und Zusatzfrage stellen. Also dazu gehört Na, auch gut. dieses MOE von 2002. Damit hat sich ja dann der Untersuchungsausschuss auch beschäftigt mit dieser MOA. Ich kenne es seitdem. Gut. Zu viel Nachricht vielleicht. Nehme ich zur Kenntnis, das ist ja auch eine sehr wichtige Antwort. Also ich nur über 2002 nur haben wir jetzt nicht geredet. Ich möchte feststellen, Sie sind ja als parlamentarisches Kontrollgremium zuständig für die Kontrolle der Regierung und der Geheimdienste, soweit nicht die GC-Kommission zuständig ist. Nee, wir sind für alles zuständig. Ja, soweit die Zuständigkeiten der G10-Kommission begründet ist, haben Sie natürlich keine Zuständigkeit, aber Sie sind zuständig für die Kontrolle im Allgemeinen. Unterstellt, Sie hätten also erst im Jahre 2013, 2014 von diesem Abkommen aus dem Jahre 2002 erfahren. Dann stellt sich ja die Frage, wie das zu bewerten ist im Hinblick darauf, dass das Gesetz ja vorsieht, dass Sie immer über wichtige Angelegenheiten zu unterrichten sind. Ja, über Vorgänge, so steht es im Gesetz, wer das Gesetz gemacht, über Vorgänge von besonderer Bedeutung hat die Bundesregierung von sich aus das parlamentarische Kontrollgremium zeitnah zu informieren. Wenn das nicht geschehen ist, wäre es insoweit rechtswidrig. Und das bedeutet, das Nichtreden über diesen rechtswidrigen Vorgang der Nichtunterrichtung zwischen 2002 und 2013, 14, 15, das unterliegt wiederum der Geheimhaltung. Es werden also illegale Staatsgeheimnisse oder Dienstgeheimnisse geschützt durch diese Praxis. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich teile Ihre Andeutung, dass das grob rechtswidrig, gesetzeswidrig, verfassungswidrig ist, wenn das parlamentarische Kontrollgremium nicht informiert worden ist, muss ich ja sagen. Und das reiht sich ein in meine Erfahrungen in dem parlamentarischen Kontrollgremium, gerade der letzten Zeit, gerade der Nach-Snowden-Zeit, das muss man ja da vielleicht eine Linie ziehen, dass ich mich nicht nur durch Unterlassen, das wäre ja
eine Pflichtwidrigkeit durch Unterlassen, sondern auch durch Tun von der Bundesregierung in höchstem Maße in die Irre geführt und ich sage es so deutlich belogen. Noch eine andere Frage. Fühle. Wir haben neulich kurz vor der Anhörung des ehemaligen BND-Präsidenten Schindler ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen ein Vorabdruck oder eine Vorberichterstattung über seine Stellungnahme, die er bei der Anhörung abgeben wollte. Und dabei hat er sinngemäß zum Ausdruck gebracht, dass hinsichtlich der Datenerhebung die sogenannte Auslandüberwachung des BMD, also die Auslanddatenüberhebung, über 50% der gesamten beim BND anfallenden Daten ausmache. Ist das in etwa mit Ihrem Erkenntnisstand, soweit Sie ihn der demokratischen Öffentlichkeit kundtun können, vereinbar? Also es ist unendlich viel, ja, das sage ich Ihnen. Unüberschaubar viel allein. Das ist ja das eine, ist die strategische Überwachung, aber wir wissen inzwischen, und das kann man laut sagen, weil das auch in öffentlicher Sitzung im Untersuchungsausschuss sehr intensiv immer wieder erörtert wird, wir wissen ja, dass die Datenströme, die aus dem Äther, also hier abgefangen werden, aber aus dem Äther kommen, über die Satelliten, dass das schon unendlich viele, also Milliarden von Daten sind. Aber das, was, das hat hier der Sachverständige gerade ja zutreffend gesagt, also er weiß das besser als ich, dass die Datenströme, die jetzt aus solcher Leitungsvermittlung kommen, in Paketen und so weiter, dass die nicht weniger ist, sondern wahrscheinlich sogar mehr. Und auch da muss man mal die bisherigen Erklärungen der Bundesregierung bis dahin, ich will jetzt gar nicht sagen im PKG, das darf ich ja nicht, sondern sonst, die haben immer gesagt, machen wir doch nicht. In Deutschland an die Glasfaser gehen, also. Ich weiß nicht, was Sie dazu wissen, aber inzwischen wissen wir das und nachdem die das in Frankfurt nicht mehr gemacht haben, das ist auch in öffentlicher Sitzung erörtert worden, haben Sie zur selben Zeit, als Sie gesagt haben, wir machen das nicht, neue Jachtgründe gesucht okay, im Ausland. Jetzt, wie versprochen, Frau Dr. Kurz, jetzt haben Sie das Wort. Also ich hätte eine Nachfrage zu dieser Märchenstunde. Ich nenne es mal so, Sie haben es ja selber schon mal öffentlich so genannt. Sie könnten ja nur nicht sagen zu der konkreten Frage nach dem Memorandum of Agreement. Aber vielleicht können Sie uns mal einen Eindruck geben, was wird denn da berichtet, wenn Ihnen offenkundig ein absolut technisch sehr wichtiges Abkommen nicht übermittelt wird? Was für Informationen bekommen Sie denn da als Parlamentarier in der Märchenstunde? Also das ist nicht uninteressant, aber Märchen sind ja auch interessant. Wir bekommen natürlich, also wir können nur das prüfen, also uns wird ja immer vorgehalten, warum habt ihr das alles nicht und so. Uns wird nur das mitgeteilt, was die Bundesregierung mitteilen will. Wir haben ein Beispiel vorhin gehört, wo das sehr fraglich ist, muss man ja vorsichtig ausdrücken, ob sie das mitgeteilt hat. Ich habe die Erkenntnis, das könnte ich Ihnen jetzt noch den Abend über bis nach Mitternacht belegen, dass die Bundesregierung viele Sachen, die folgendermaßen gelaufen sind, die sie uns nicht mitgeteilt hat, aber die wir ein, zwei Jahre später im Spiegel gelesen haben, also zum Beispiel, das passt jetzt nicht in die Datengeschichte, aber nur mal, um das zu illustrieren, Herr Vorsitzender, nehme ich mal ein Beispiel, dass zum Beispiel seinerzeit die Bundesregierung oder die Dienste der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz Mitarbeiter geschickt hat in das Foltergefängnis nach Guantanamo, das war ja inzwischen auch in der Zeitung, und in das Foltergefängnis in Damaskus zu den guten Freunden vom Geheimdienst der Syrer, Assad-Geheimdienst, haben sie hingeschickt, um dort deutsche Bürger zu befragen, intensiv zu befragen, nachdem die 3 Tage vorher auf diese Befragung vorbereitet worden sind von den dortigen Diensten oder man kann auch sagen Folterern.
Das war zum Beispiel so eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Das hätte natürlich, also wenn man sowas schon macht, hätte man dann diskutieren müssen, hätte man das Parlamentarische, wenn das kein Vorgang von besonderer Bedeutung ist. Oder zweites, auch ganz kurzes Beispiel, während des Irakkrieges 2003, wissen ja alle, Deutschland hat sich nicht daran beteiligt, Kanzler Rot-Grün hat die Wahl gewonnen, weil wir uns an dem Krieg nicht beteiligt haben. Nur ein Satz noch. In diesem Krieg hat damals der Bundesnachrichtendienst 2 Agenten nach Bagdad geschickt, der den US-Flugzeugen für die Bombardierung in Bagdad die Ziele ganz genau gewiesen hat. Also solche Sachen haben wir erst zur Kenntnis bekommen und dann auch untersucht, war Gegenstand auch eines Untersuchungsausschusses, als es in der Zeitung stand. Herr Vorsitzender, das mag ja alles zeitgeschichtlich sehr interessant sein, aber ich bitte doch, also den Sachverständigen also zum Beweisthema zurückzuführen. Sie haben ja vielleicht gehört, dass ich das schon getan habe. Herr Ströbele, gibt es denn noch weitere Fragen an Herrn Ströbele? Ja. Herr Ströbele, noch eine ganz andere Frage. Wir haben ja zur Rechtfertigung der anlasslosen Massendatensammlung immer wieder und hören das auch bis heute immer wieder ein sehr wichtiges Argument, nämlich auf diese Art und Weise würde von Seiten der Dienste durch diese Massendatensammlung, die anlasslos geschehen, terroristische Aktionen verhindert. Also ich erinnere. Geben Sie der Klägerin den Blick wieder frei? Ja, ja, gerne. Also würden. Würden verhindert. Also ich erinnere etwa an ein Interview, das der damalige oder der frühere Innenminister Friedrich formuliert hat und gegeben hat. Ja. Er hat gesagt, also wir haben circa so nach Auskunft der NSA 45 Attentate, die weltweit verhindert werden konnten, durch Hinweise der US-Nachrichtendienste, davon 5 allein in Deutschland. Die Sauerlandlinie ist ein Beispiel dafür, wo deutsche Dienste Hinweise bekommen haben und dann verhindern konnten einen Anschlag, also einen größeren Schaden. Aus dem Tagesthemen-Interview vom 12.07.2013. Meine Frage, die sich stellt, ist da was dran? Das ist ja eine Rechtfertigung, die ein starkes Argument von der Öffentlichkeit darstellt, dass wir durch diese anlasslose Massendatenspeicherung, Erhebung terroristische Anschläge verhindern, bis hinein jüngst Al-Bakr. Ja. Natürlich haben wir uns damit beschäftigt, weil das gerade in dem Snowden-Sommer immer wieder von den US-Behörden behauptet worden ist, auch von den US-Diensten. Und der damalige Innenminister war dann in der Tat dort und kam wieder und hat das erzählt, 45 und so. Dazu kann ich nur sagen, in den USA hat eine Untersuchung stattgefunden von unabhängigen Sachverständigen, die dieser Frage nachgegangen sind, 45. Die haben festgestellt, sie haben kein einziges gefunden, was durch die Massendatenerhebung aufgedeckt oder verhindert worden ist. Nun kam der Innenminister nach Deutschland und hat gesagt, hier in Deutschland nicht nur 5, 7 sollen es sogar gewesen sein. Ich erinnere mich da ganz genau, weil ich genau nachgefragt habe. 7. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal die Akten sehen, würden wir doch mal nachprüfen. Ich bin ja gewohnt, Akten zu lesen. Tue ja fast nichts anderes mehr. Und dann hat er gesagt, und dann kam es beim nächsten Mal und so, und dann hieß es, also es waren wahrscheinlich doch nur 5. Und dann kam, es waren wahrscheinlich 3. So, es hat sich dann immer mehr verringert und bei den 3 ist es dann erstmal hängen geblieben und dann hieß es ja, das waren 3 für einen Fall, also für diesen Sauerland-Fall. Also blieb noch ein einziger Fall übrig. Ich habe bis heute die Akte, aus der sich das ergeben kann, nicht gesehen. Ich kann nur, seitdem sage ich überall, ich kenne kein einziges Beispiel. Und wenn die Bundesregierung sowas angebracht hat, dann hat sie das nie belegt. Das muss sie ja vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit belegen, obwohl das ist ja ein abgeschlossenes Strafverfahren, wo eigentlich alles geklärt ist. Da könnte sie sowas mitteilen und könnte die Akten zugänglich machen. Aber deshalb gehe ich davon aus, dass zwar natürlich Datenübermittlung, jetzt wie die letzte Geschichte, auch von Partnerdiensten, auch von den USA, auch von der NSA, wenn die Erkenntnisse haben,
für die Terrorismusbekämpfung Bedeutung sein können, aber nicht der Heuhaufen. Also nicht der Heuhaufen, in dem die Nadel gesucht wird, weil die Nadel findet man im Heuhaufen nicht. Und die ist da nicht, sondern die Nadel findet man, wenn man unter den Nadeln sucht. Dann kann man die faule oder die rostige oder sowas dann raussuchen. Weil dieses Argument so wichtig ist und die Sauerlandgruppe ja eigentlich bisher das einzige immer wiederholte Argument darstellt, bis auf Al-Bakr, auf das wird vielleicht noch zu sprechen kommen, nochmal eine Nachfrage für den Kontext. Ich will Sie nicht verleiten, dazu aus dem Untersuch, aus dem parlamentarischen Kontrollgremium zu berichten, aber aus den Medien können wir nachlesen, dass es ja ganz interessante Kontexte gab, in denen diese 5 Mitglieder der Sauerlandgruppe agiert haben. Weil das so wichtig ist, wäre es für Bedeutung, um das einschätzen zu können, die Validität dieses Argumentes. Was kann man denn davon halten? Ist das nach Ihrer Einschätzung, sind das Fantasieprodukte der Medien, also beispielsweise, dass es ja von den fünf Personen der Sauerlandgruppe eine Person gab, die mit dem türkischen Geheimdienst eng verbunden ist und auch die Zünder geliefert haben sollen, wobei 4 oder ein großer Teil nicht zündfähig waren. Und zum anderen, dass die Radikalisierung der Sauerlandgruppe im Umfeld eines Predigers stattgefunden haben soll in Deutschland, der jahrelang als Spitzel für den Verfassungsschutz von Baden-Württemberg gearbeitet hat. Ist da was dran oder? Ich will das nicht vertiefen, aber nur um das einschätzen zu können. Dazu verweigere ich wirklich konsequent die Aussage, weil solche Informationen tatsächlich der Geheimhaltung unterliegen. Und es ist ja so, von dieser Geheimhaltungsverpflichtung kann mich keiner befreien. Das ist ganz komisch, so im Gesetz nicht vorgesehen. Da kann mich weder der Vorsitzende unseres Gremiums noch der Bundestagspräsident befreien, sondern der unterliege ich immer. Der Einzige, der das könnte, wäre der liebe Gott. Ja, wir wollen ja, dass Sie das auch frei sind. Wollen wir nicht das näher diskutieren, ja, aber vielen Dank. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie da sehr intensiv viele deutsche Behörden dran und drin waren. Das kann man ja selbst in Strafakten entnehmen. Und die sind nicht geil. Okay. So. Jetzt hat auch der Herr Dr. Söhn mal das Wort. Ja. Zuvor noch eine kurze Bemerkung an das Gericht. Also wenn der allseits verehrte Abgeordnete Ströbele hier seine Einlassung macht, ist das sein gutes Recht und in Ordnung. Aber die Art und Weise, Herr Richter Deiseroth, wie Sie den Herrn Ströbele befragt haben, die hinterlässt im Vertreter der Bundesregierung keinen richtig guten Eindruck. Das war an der Grenze also zum Befangenheitsantrag. Herr Ströbele, Sie sagen, man kann Sie von der Pflicht zur Geheimhaltung nicht befreien nach dem Gesetz, aber das ist doch das Gesetz, was Sie selber geschrieben haben. Das trifft, also mitgeschrieben haben, das trifft zu, ja. Wir wollten das übrigens reinschreiben. Jetzt haben wir ja gestern auch eine Novellierung des PKG-Gesetzes beschlossen. Da ist das leider auch nicht drin. Aber das haben wir ja nicht gemacht, deshalb haben wir es ja auch abgelehnt. Sie haben berichtet über die Einschränkungen des Untersuchungsauftrags von Herrn Graulich. Aber wenn ich richtig informiert bin, hat doch der Untersuchungsausschuss selbst mitgewirkt an der Beauftragung, also von Herrn Graulich als auch Sie. Ja, das ist das Problem der Kollegen. Man soll ja über Kollegen nichts Schlechtes sagen, tue ich auch ausdrücklich nicht. Aber es ist doch so, die Mehrheit des Untersuchungsausschusses hat, nachdem diese Idee aufgetaucht war, von diesem unabhängigen Sachverständigen, der von der Bundesregierung eingesetzt wird, hat dann irgendwann selber beschlossen,
okay, wir finden das gar nicht so schlimm, wir finden das ganz gut. Für mich ist, und das sage ich Ihnen so klar als Abgeordneter, darf ich das ja, ist das eine Aufgabe genuiner Parlamentsrechte. Wenn das Schule macht, dann können wir uns Untersuchungsausschüsse, vielleicht auch das PKG in Zukunft sparen, das würde mir viel Zeit bringen. Aber dann finden ja die Untersuchungen, das heißt wirklich Augenscheineinnahme, in die Akten, dann kann ich in meinem Wahlkreis und in Deutschland und auch sonst wo nicht mehr sagen, ich habe mich davon überzeugt, das ist so und so und das und ich beurteile das so und so. Ich kann doch nur, also sonst kann das die Bundesregierung ja unter sich ausmachen bei der Beaufsichtigung und Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes, aber da haben wir ja auch festgestellt, dass diese Kontrolle des Bundeskanzleramtes, Ihres Amtes, dass diese Kontrolle leider in vielen Fällen schon deshalb versagt, weil Sie selber auch nicht voll informiert gewesen sind, wie sich das bei den Selektoren ergeben hat. Also es war so, in der Tat, die Mehrheit des Ausschusses, die Koalitionsmehrheit, Linke und Grüne waren dagegen, haben dann diesen Sachverständigen nicht beauftragt, das hat die Bundesregierung gemacht, aber haben an dem Auftrag mitgewirkt, haben gesagt, was er mit untersuchen sollte. Wir haben gesagt, wir wollen das gar nicht anfangen, dass Parlamentsrechte abgegeben werden an die Exekutive, selbst wenn die noch so nette Herren mit der Wahrnehmung beauftragt. Wir sind der Bevölkerung verantwortlich. Wir müssen dafür gerade stehen. Und das können wir nur, wenn wir selber mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren die Ermittlungen gemacht haben. So, ich glaube, wir können die Befragung von Herrn Schlömmele beenden. Fragen. Herr Schlömmele, da wir natürlich auch ein Interesse daran haben, dass Sie auf freien Fuß bleiben, haben wir Verständnis dafür, dass Sie nicht alle Fragen vollständig beantworten konnten. Das ist sehr freundlich, Herr Bundes. Sie sind mit Dank entlassen und können Sie bitte wieder Platz nehmen. Ja, für die Prozessbeteiligten und das Gericht ergibt sich jetzt die Frage, wo stehen wir denn jetzt? Wie bewerten Sie die Aussagen unserer Sachverständigen. Wer möchte zuerst das Wort dafür haben? Herr Dr. Söhn. Hohes Gericht, es fällt schwer, nach so beeindruckenden Zeugnissen persönlicher Integrität also wieder zur Sache zurückzukommen. Aber ich möchte doch die Aufgabe des Staates hochhalten, also für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Und es mag nun sein, also dass bei der Aufdeckung der Sauerlandgruppe französische und türkische Agenten mitgewirkt haben. Wir haben aber doch in der jüngsten Vergangenheit das Beispiel der Vorgänge in Chemnitz. Ich erinnere also, dass Herr Al-Bakr dort geplant hat, Bombenanschläge auf einen Berliner Flughafen zu verüben. Und das nun wiederum ist aufgedeckt worden und damit der deutschen Polizei die Möglichkeit gegeben worden, einzugreifen. Durch die Kooperation mit den Diensten unserer ausländischen Freunde. Und die hätten ihre Informationen im Zweifel nicht gewinnen können und uns damit warnen können. Also wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, also die Kommunikationsströme, also darauf zu überprüfen, ob solche Menschen wie Herr Al-Bakr solche Anschläge planen. Ich erinnere auch an die drei jungen Frauen, die im Auto in Paris
besprochen haben, welche Anschläge sie verüben wollen und die auch nur mithilfe von Kommunikationsüberwachung daran haben gehindert werden können. Wenn man meint, das sei alles nicht weiter von Belang, dann möchte ich daran erinnern, es wird keine angenehme Aufgabe sein, einem Hinterbliebenen, eines Menschen, der am Anschlag zum Opfer gefallen ist, zu sagen, herzliches Beileid, wir hätten gerne den Anschlag verhindert, aber das konnten wir nicht, weil wir keine Telekommunikation überwachen durften. Ja, bitte. Sie haben das Wort. Also zunächst mal, ich fürchte, ich muss ein paar kognitive Dissonanzen hier detektieren. Und erste ist, Sie nehmen einen inländischen Fall und wir reden hier über den Auslandsgeheimdienst. Zum Zweiten, die ganze Zeit stellen Sie sich ja so als Hilfs-Sheriff oder Erfüllungsgehilfe der, dieser Partnerdienste hin, die nur vollautomatisch durchleiten und aber plötzlich sollen wir wieder über Menschenleben, die wir retten sollen, sprechen. Natürlich, das ist ein nobles Ziel, Menschenleben zu retten, aber wir haben eben in aller Deutlichkeit vom Sachverständigen Ströble gehört, dass wir gerade nicht belegen können, dass massenhafte Überwachung und in dieser Form in Beamtendeutsch strategische Fernmeldeaufklärung irgendwelche Menschenleben rettet. Ich finde das auch ehrlich gesagt immer wieder als Drohung, wie Sie formulieren, zu sagen, wir könnten da Menschenleben retten, wir könnten Anschläge finden. Das ist einfach nicht belegt, das ist eine Behauptung. Und das spielt aus meiner Sicht mit einer fiesen Strategie, nämlich mit der Angsterzeugung. Nichts anderes ist es ja letztlich. Und für den Fall Chemnitz, den Sie hier nun so ein bisschen länglich ausgebreitet haben, der Mann ist tot. Wir wissen nicht, was er geplant hat. Die Verbindungen zu den Geheimdiensten bestehen nur im Raunen und man hat aus Sicherheitskreisen was gehört. Da ist nichts belegt. Und nach jedem Vorfall, egal ob es tatsächlich so war oder auch nicht, steht auch immer in den typischen Zeitungen davon, dass Geheimdienstkreise behaupten. Ich finde, dieses Beispiel ist nicht stichhaltiger als die Sauerland-Gruppe. Zum anderen, nehmen wir noch mal die andere Seite. Also, ich meine, wir haben keinen Beleg dafür, dass massenhaftes Abschnorcheln irgendwelche Menschenleben rettet. Aber wofür wir Belege haben, und zwar ziemlich eindeutige und mehr als 3 Jahre nach Snowden, auch wissenschaftliche Belege, sind die sogenannten Chilling Effects. Also die Frage, welche Folgen hat das Wissen von Massenüberwachung auf die Menschen? Nehmen sie ihre Grundrechte noch wahr? Sind sie sozusagen, werden sie selbst oder gehen Sie der Selbstzensur anheim? Fürchten Sie sich vor den Auswirkungen dieser Überwachung? Verhalten Sie sich anders? Ja. Hinzu kommt, dass die Massenüberwachung und so, wie Sie die Selektoren beschrieben haben, natürlich auch ein Element der Diskriminierung und des Rassismus hat. Also ja, wenn Sie von Terrorismus reden, dann meinen Sie ja eigentlich nie den homegrown Terrorismus, sondern da ist ja auch immer eine rassistische Komponente, die Ressentiments bedient dabei. Ich muss mal sagen, für diesen Chilling-Effekt stelle ich den in meinem Leben auch schon fest. Wenn man nämlich aktivistisch tätig ist und mit seinen Gesinnungsgenossen sich gegen diese Massenüberwachung wehrt, dann hat man mit Leuten zu tun, die einem ganz konkret auch sagen, dass sie vielleicht nicht mehr angerufen werden wollen, also ihr Verhalten ändern, weil sie befürchten, dass die Leitungen überwacht werden und so weiter. Also die finden auch ganz praktisch statt, vermutlich werden sie aus ihrer Praxis nicht kennen, aber dass die Chilling Effects, naja, ja. Na gut, also sind natürlich persönliche Fälle, aber wir reden ja letztlich hier nicht nur über Massenüberwachung, sondern auch über meinen persönlichen Fall und wenn jetzt öffentlich geworden ist, dass ich in den Datenbanken des BND stehe, dann werden mich wohl einige Leute jetzt nicht mehr anrufen, weil sie nämlich nicht als Kontaktpersonen in den Datenbanken landen wollen. Also Frau Klägerin, in meinem Bekanntenkreis also kenne ich solche Fälle nicht. Es kann gut sein, dass in Ihrem Bekanntenkreis also es mehr paranoide Anwandlungen gibt als in meinem. Der Chilling-Effekt, also von dem Sie da reden und den auch das Bundesverfassungsgericht bemüht hat, an den mag ich nicht so recht glauben. Das ist aber keine Glaubensfrage.
Es hat so ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht der seinerzeitige Präsident von Google, Erik Schmidt, gesagt, wenn Sie nicht wollen, dass man erfährt, was Sie tun und was Sie sagen, dann tun Sie es nicht und sagen Sie es nicht. Und das hat wahrscheinlich auch von Ihnen, also noch niemanden daran gehindert, also bei Google, Facebook, WhatsApp und dergleichen tätig zu werden. Ja, Google. Wollen Sie sich dazu äußern, Frau Dr. Kurz? Ja. Vielleicht sollten wir uns das Urteil zur Volkszählung da nochmal ansehen in dem Punkt. Also ich meine, das ist ja da ganz konkret auch nochmal angesprochen. Ja, wollen wir die Folie nochmal einspielen, bitte? Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte, Artikel 8 und 9 des Grundgesetzes, verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Ja, vielen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, könnten wir jetzt vielleicht zur Antragstellung kommen. Ja? Sind Sie soweit? Frau Dr. Kurz, Sie haben ja gleich am Anfang Ihr Begehren in Ihren Worten uns zur Kenntnis gebracht. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Ihre Begehren in sozusagen prozessuale Anträge formulieren. Aber Sie stellen natürlich die Anträge und wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann intervenieren Sie einfach. Ich würde vorschlagen, ich lese Ihnen das einmal vor und dann sagen Sie, jawohl, so kann das sein oder wir verändern das. Herr Becker, bitte protokollieren Sie wörtlich. Nur noch mal zu meinem Verständnis. Also Sie formulieren die Anträge, die ich dann stelle? Ich gebe Ihnen nur eine Formulierungshilfe. Aha. Ja. Die Anträge stellen Sie. Ich schlage Ihnen nur vor, wie es prozessual für Sie günstig wäre. Also, erstens, stellen Sie den Antrag festzustellen, dass das Erfassen, Speichern und die Weitergabe der persönlichen Daten der Klägerin und ihrer Kontaktpersonen rechtswidrig war und ist. Erheben. Auch die Erhebung ist rechtswidrig. Statt Erfassen erheben, ja? Bitte. Ändern Sie das bitte, Herr Becker. Zweitens, den Bundesnachrichtendienst zu verpflichten, sämtliche über die Klägerin und ihre Kontaktperson gespeicherten Daten zu löschen. Genau. Einverstanden? Und alle meine Kontaktpersonen, alle. Und ich hätte gerne ein Löschprotokoll. Drittens, dem Bundesnachrichtendienst generell zu untersagen, den Datenaustausch mit der National Security Agency, NSA, fortzusetzen. Ja. Ja. Bei diesem Antrag gibt es ein kleines prozessuales Problem. Wir haben ja im Laufe des Verfahrens schon mal darauf hingewiesen, es kommt darauf an, dass Sie eine persönliche Betroffenheit haben. Und wenn man den Bundesnachrichtendienst generell dazu untersagen will, dann klingt das mehr nach einer Popularklage, die prozessual nicht zulässig wäre. Für diesen Fall würde ich Ihnen vorschlagen, sollten Sie wenigstens hilfsweise, wenn es auch um Ihre Daten geht, vielleicht beantragen, den Bundesnachrichtendienst zu untersagen, zukünftig Daten der Klägerin und ihrer Kontaktpersonen an die National Security Agency, NSA, zu übermitteln. Wenn Sie also zukünftig Ihre Also das Daten heißt, wenn Sie die Datenmafia nicht komplett verbieten wollen, dann können Sie wenigstens verbieten, dass meine Daten und die meiner Kontaktpersonen rüber, bin ich dafür. Damit sind Sie auch einverstanden. Ja. So, dann haben wir das aufgenommen, dann den Antrag oder die Anträge der Beklagten.
Hohes Gericht, Herr Vorsitzender, Sie gehen schon sehr weit in der verfahrensleitenden Fürsorge, also für unsere... für unsere doch nun gewiss nicht unbedarfte Klägerin. Sie sind eben auch Anwälte des Rechts für die, fürs Recht halt, Herr Dr. Söhnen. Aber Sie sind die Richter, nicht Ihre Prozessvertreter. Die Bundesregierung beantragt den Antrag Nummer 1, nämlich die festzustellen, dass die Erhebung und so weiter der Daten von der Klägerin rechtswidrig gewesen ist, zurückzuweisen. Ich wiederhole nur ganz kurz die wesentlichen Argumente. Zum einen, der Bundesnachrichtendienst hat nicht selbst, sondern im Auftrag gehandelt. Zum Zweiten, auch wenn der verehrte Richter Deiseroth das nicht für sinnvoll hält, Schleppnetzfahndung ist ein anerkanntes Hilfsmittel in der Fahndung. Und Herr Dr. Söhn, bitte stellen Sie deswegen, Ihre Anträge. Und deswegen also muss es möglich sein, also dass die Telekommunikationsdaten also überwacht werden. Zum Dritten ist die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes in Bad Aibling deswegen nicht rechtswidrig gewesen, weil durch das Filtersystem darf es im Wesentlichen alle Grundrechtsdaten von deutschen Grundrechtsträgern von der Erfassung ausgeschlossen worden sind. Schließlich, was den Antrag auf Löschung angeht, möchte ich ja doch nur daran erinnern, was wir vom Sachverständigen Schäfer schon gehört haben, dass nämlich die Datensätze nicht mehr vorhanden sind, weil sie überschrieben worden sind. Das mag zwar im Zusammenhang mit dem Untersuchungsinteresse des Bundesbeauftragten für die Datensicherheit unglücklich gewesen sein, aber jedenfalls die Daten sind weg, auch ohne Protokoll. Also wäre der Antrag aus Sicht der Bundesregierung erledigt. Und schließlich, was den Antrag angeht, die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten zu untersagen, also da fehlt mir jetzt nun jedes Verständnis, wie man einen so weitreichenden Antrag auch nur ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Dankeschön. Ja, Herr Dr. Söhn, vielen Dank. Ich möchte Sie nur auf Ihre Eingangsbemerkung der Fürsorgepflicht des Gerichts auf den Paragraphen 86 Absatz 3 hinweisen. Ich zitiere wörtlich: Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügend tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentliche Erklärungen abgegeben werden. Nur insoweit zu Ihrer Information, was die Aufgabe des Gerichts in solchen Verfahren ist. Jetzt wird sich das Gericht zur Beratung über die Anträge zurückziehen. Und ich habe dabei noch so gedacht, die ganzen Kameras, die jetzt überall hängen. Bei uns im Hausflur hängt jetzt auch eine. Also mein Mann, der hat sich ja noch die ganze Zeit dagegen gewehrt und ich habe noch so gemeint, ach komm, was hast du denn jetzt dagegen? Und er so, naja, sobald die das erfahren, wegen der die Kameras da eigentlich hängen, und da kleben ja dann überall so Merkblättchen und die kleben da ja eigentlich wegen unserer Privatsphäre, dann ziehen die sich doch einfach Kapuzen an und sprühen da Farbe rein. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen die Kameras. Eigentlich hätten wir darüber informiert werden sollen, ne? Aber es wurde dann irgendwie so entschieden. Naja, ist ja auch zum Wohle aller. Sollen Sie doch sehen, was wir machen. Ja. Und dann meint er noch, und? Fühlst du dich jetzt sicher? Also wenn ich da morgens so runtergehe, komme ich mir schon manchmal so vor, als gäbe es da so ein Publikum, also das müsste ich irgendwie grüßen oder salutieren oder so. Und vor allen Dingen, sind die eigentlich die ganze Zeit an? Ja, man weiß es eben nicht. Schon ziemlich unangenehm. Ja, und hier im Saal
bei den ganzen Strafgerichtsprozessen, da versuchen die ganz oft händeringend die Videos als Beweismaterial zu benutzen und das geht dann meistens nicht. Ja, irgendwie sind die Mathe. Jedenfalls ist dann meistens das falsche Material abgetaucht oder die Leute sind gefilmt worden, die gar nicht hätten gefilmt werden dürfen. Man kann das dann hier vor Gericht überhaupt nicht benutzen. Aber ich denke so, naja, es ist ja auch eigentlich wegen der Abschreckung da, ne? Und mein Mann so, ja eben, wegen der Abschreckung. Aber wovon denn? Hä? Wovor? Vor wem genau? Und vor allen Dingen, fühlst du dich jetzt sicherer? Und das sind dann halt so die Sachen, über die wir uns zu Hause so streiten. Jedenfalls bei uns im Hausflur wird jetzt nicht mehr geknutscht. Der Postbote ist auch irgendwie wortkarger geworden früher. Da haben wir wenigstens noch ein Schwätzchen gehalten und so. Aber jetzt, naja, hat mein Mann wahrscheinlich recht gehabt. Hätten wir uns vielleicht mal wehren können oder eben müssen. So, Herr Landefeld, Herr Ströble, Herr Schäfer, alles in Ordnung? Ja, eigentlich waren Sie jetzt schon auf dem Weg nach Hause, aber wir warten jetzt noch das Ergebnis der internen Besprechung ab. Das Ergebnis unserer Beratung zusammen und gehen nochmal die einzelnen Anträge zu. Frau Will, vielleicht zunächst zum ersten Antrag festzustellen, dass die Erhebung, Speicherung und Weitergabe der persönlichen Daten erklären und ihrer Kontaktdaten rechtswidrig war und ist. Was ist Ihr Vorschlag? Also, es liegt auf der Hand, viele Voraussetzungen zur Feststellung sind klar. Frau Dr. Kurz ist deutsche Staatsangehörige. Wir haben ein Dokument gesehen, was ihre persönlichen Daten hier abgespeichert haben. Wir haben in der Beweisaufnahme durch den Sachverständigen Schäfer gehört, dass auch wenn zusammengearbeitet wird mit der NSE, es keinesfalls nur so ist, dass einfach durchgeleitet wird, sondern dass selbstständig der BND speichert. Das ist hier offensichtlich der Fall gewesen. Wir haben auch weiter gehört, dass dafür formell die Voraussetzungen fehlen. Es gibt keine Errichtungsanordnung für das Führen solcher Dateien. Und es ist, selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, den ich gar nicht einnehme jetzt hier, dass es Ermächtigungsgrundlagen gibt, hier in Artikel 10 in dieser Weise einzugreifen, überhaupt nicht dargetan worden, wozu dieser Eingriff dienen sollte. Also dass er zur Aufgabenerfüllung des BND nach BND-Gesetz dient, ist im Grunde genommen in der Beweisaufnahme überhaupt nicht herausgekommen. Es ist vom Beklagtenvertreter hier an der Stelle gesagt worden, dass die Datenerfassung in Bad Aibling nicht protokolliert wird. Und nachdem wir das Dokument gesehen haben, die Speicherung gesehen haben, müssen wir einfach davon ausgehen, dass das Ganze rechtswidrig ist. Also ich mache den Vorschlag festzustellen, dass die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung rechtswidrig ist. Ich stimme dem zu. Es fehlt an der formellen Errichtungsanordnung. Es fehlen die Voraussetzungen, die das BND-Gesetz aufstellt und die grundrechtlichen Voraussetzungen für den Eingriff liegen nicht vor. Da stimme ich Ihnen beiden auch zu und bitte Sie dann für den Fall, dass wir jetzt dem Antrag stattgeben, um Ihr Handzeichen. Okay. Dann kommen wir zu dem zweiten Antrag, den Bundesnachrichtendienst zu verpflichten, sämtliche über die Klägerin und ihre Kontaktpersonen gespeicherten Daten zu löschen. Also ich schlage auch hier vor, diesem Antrag stattzugeben. Wir haben zwar gehört, dass die Daten durch Zufall überschrieben worden sind, aber wir können dessen gar nicht sicher sein, sondern dass ist hier so vorgetragen worden, dass es sich um einen Zufall handelt. Wir wissen, systematisch wird aber abgespeichert. Deswegen ist mein Vorschlag, hier stattzugeben. Punkt. Ich bin der gleichen Meinung. Wir können nicht mit der hinreichenden Sicherheit davon ausgehen, dass eine Löschung tatsächlich erfolgt ist. Zum einen deshalb, weil wir kein
Protokoll über die Löschung haben. Wir haben keine Erklärung, keine eidesstattliche Versicherung eines Verantwortlichen, der die Löschung überwacht hat. Und wir haben außerdem auch die Auskünfte, die Einlassungen des Sachverständigen Schäfer, der zum Ausdruck gebracht hat, die Löschungen haben in verdächtiger Nähe zur bevorstehenden Kontrolle durch die Bundesdatenschutzbeauftragte stattgefunden. Das gibt Veranlassung, mit Erklärungen der Handelnden vorsichtig zu sein. Ich stimme Ihnen beiden zu und bitte um Ihren Handzeichen, wenn wir dem Antrag stattgeben wollen. Danke. Und dann kommen wir zum dritten Antrag. Zunächst der Hauptantrag, dem Bundesnachrichtendienst generell zu untersagen, den Datenaustausch mit der National Security Agency, NSA, fortzusetzen. Also, Herr Vorsitzender, Sie haben mir schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir keine Popularklage hier im IT-Recht haben, sondern dass es um persönliche Betroffenheit geht. Man müsste aber mal doch hier an dieser Stelle auch grundsätzlich erörtern dürfen, worin eigentlich die Rechtsgrundlage für diesen Datenaustausch bestehen soll. Mhm. Dass sie beantragt, es generell zu unterlassen, hat es im Hauptantrag also nicht auf ihre persönlichen Daten gestützt. Wir sind aber hier gehalten, doch mal uns genauer darüber zu verständigen, was soll die Rechtsgrundlage sein für den Datenaustausch. Wir haben gehört vom Verwaltungsabkommen. Der Gesetzgeber hat das meines Erachtens nicht in innerstaatliches Recht transformiert. Es gibt kein Zustimmungsgesetz. Es ist ein Abkommen, was geschlossen worden ist, aber nie kontrolliert worden ist an der deutschen Grundrechtsordnung oder an der Rechtsordnung. Wo also ist die Rechtsgrundlage dafür? Das müssten wir jetzt mal kurz uns verständigen, bevor wir zur Abstimmung kommen, ob man das generell einfach mit dem Hinweis, dass es keine Popularklage gibt, hier abweisen kann. Das sind richtige Überlegungen. Allerdings müssen wir natürlich unterscheiden zwischen der Frage, ob ein solcher Antrag zulässig ist und ob er begründet ist im Ergebnis. Bei der Zulässigkeit müssen wir die Legislatur, also nach geltendem Recht, der Prozessrecht, davon ausgehen, ein Kläger kann grundsätzlich nur eigene Rechtsverletzungen geltend machen. Wir haben es auch nicht zu tun mit der Regelung etwa, wie sie im Artikel 25 Grundgesetz normiert ist, dass man sich auf allgemeinen Regeln des Völkerrechts als jedermann berufen kann, sondern wir haben es hier zu tun mit möglichen Verstößen gegen Verfassungsrecht oder möglichen Verstößen gegen Völkerrecht. Aber man kann nicht erkennen, dass hier allgemeine Regeln des Völkerrechts verletzt worden sind, sodass ich eigentlich bei dieser klaren Fassung der Klägerin generell zu untersagen sagen muss, die Klägerin hat insoweit keine Klagebefugnis. Ganz anders sieht es beim Hilfsantrag aus. Gut, zum Hilfsantrag kommen wir gleich nochmal. Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, der Rechtsschutz ist vielleicht auf dem Gebiet des IT-Rechts etwas unvollkommen. Wir kennen ja zum Beispiel aus dem Naturschutzrecht die Klagemöglichkeit von Verbänden gegen bestimmte gesetzliche Regelungen oder gegen Einzelmaßnahmen. Das IT-Recht kennt bedauerlicherweise bei der großen Bedeutung, die das IT-Recht für die gesellschaftlichen Zusammenhänge hat, kennen wir eine solche Klagebefugnis nicht. Die Klägerin, also Sie meinen keine Verbandsklage haben wir in dem Bereich? Wir haben keine Verbandsklage hier, leider. Und vielleicht ist der Gesetzgeber, kommt da irgendwann, je mehr das IT-Recht um sich greift und die gesellschaftlichen Verhältnisse des Einzelnen durchdringt, vielleicht kommt der Gesetzgeber irgendwann mal dazu, eine solche Klage dann, eine Verbandsklage zuzulassen. Die haben wir im Augenblick noch nicht, deswegen würde ich da auch dazu neigen, den Hauptantrag abzulehnen. Okay. Also Sie haben natürlich recht, es gibt die Verbandsklage im IT-Recht nicht, das sehe ich auch. Ich denke, das ist eine Lücke. Wenn wir uns darauf verständigen, dass Sie in der Begründung für die Feststellung der Rechtswidrigkeit dann auch einarbeiten, dass damit klargestellt ist, dass immer dann, wenn rechtswidrig gespeichert
und verarbeitet wird. Natürlich auch die Weitergabe ausgeschlossen ist als Fall von Verarbeitung. Kann ich dem erstmal gut folgen. Sie meinen beim Antrag 1? Beim Antrag 1. Wenn okay. man das in der Begründung macht, dass dann natürlich dann auch der Austausch Teil der Verarbeitung ist, die rechtswidrig ist und die untersagt. Okay. Ja, vor dem Hintergrund und der bisherigen Beratung ist es jetzt, glaube ich, relativ einfach, den hilfsweise gestellten Antrag zu beurteilen, dem Bundesnachrichtendienst zu untersagen, zukünftig der Daten und ihrer Kontaktpersonen an die National Security Agency zu übermitteln. Da, glaube ich, sind wir uns dann einig. Doch, der Hilfsantrag. Dann bitte ich dazu noch mal das Handzeichen. Dankeschön, Herr Becker. Wir wären soweit zur Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, das Gericht, bitte erheben Sie sich.